Ruhe, Thaddäus, hast du das alles gemacht? Naja, wenn ich schon hier wohnen muss, dachte ich, dann in einer lebenswerten Umgebung. Schmalzkuchen? Wenn du, Taddelchen, jetzt jeden Morgen Schmalzkuchen machst, kannst du hier tun und lassen, was du willst. Der Etikettelöffel sagt, iss wie ein Gentleman. Oh, wie ein Gentleman. Sieh mir zu, Banause. Ein Gentleman diniert so. Heiliger Heilbutt, kann man ihm echt etwas beibringen? Ich werde dich formen. Ich mache aus diesem Klumpen Lehm einen kultivierten und niveauvollen. Ich mache aus dir den passabelsten Mitbewohner aller Zeiten. Du wirst mein Mitbewohnermeisterwerk. Noch mehr Schmalzkuchen, bitte. Willkommen zum Dias der schönen Künste! Ich bin Tadde Extravagant. Und das ist mein Protégé, der superbe Patrick. Er hat mir gezeigt, wie man pustet. Und nun, jetzt macht euch bereit und spielt die Kunst! Oh ja, das hat seht mal, was ich kann. Ich verwöhne eure Glotzerchen jetzt mit einer Ausdruckstanz-Performance. Ich bin dran. Was machen diese Idioten denn schon wieder da draußen? Ha, sag dich doch, du hast das Zeug zum Patrick, Thaddäus. Hey, seid nicht so laut! Hey, Patrick, hier fang! Volltreffer! Ich sagte, mach nicht so einen Lärm oder ich rufe gleich die... Schlammpfützenschlacht! Wieder Patrick! Endlich! Thaddäus, sieh nur! Das ist das neue Haus, das ich bestellt habe. Schluss mit Patrick! Ja! Viel besser. Jetzt wird kein Wind mehr durch diese Lücke pfeifen. Und ich habe endlich meine Ruhe. Toll! Vielen Dank, Dr. Thaddäus. Hey, ohne die Lücke klingt meine Stimme ja fast schon... Soundcheck, Test 1, 2, 3. Mit der Stimme muss ich nicht mehr pfeifen, Leute. Damit muss ich singen! Oh, wo kommt
kommt diese wunderbare himmlische Stimme denn her? Ich muss... Oh, zum Kugelfisch, nein! Muss dieser Schwachkopf mir immer alles vermasseln? Was für eine traumhafte Stimme! Wow, Wahnsinn! Die swingt! Hey, sieh mal einer an! SpongeBob ist jetzt total cool! Vielleicht kann ich SpongeBob dazu benutzen, um mit alten coolen Leuten im Jazzclub in Kontakt zu kommen, ja? Hey, SpongeBob! Ja! Hättest du vielleicht Lust, mich heute Abend in meinen absoluten Lieblings-Jazzclub zu begleiten? Hey Mann, hab ich das? Na, das klingt doch absolut cool. Wow, willkommen, Mann! Hey, du bist der coolste Clubgast, den wir je hatten. Oh, crazy daddy. Crazy. Dürfte meine Wenigkeit dir den coolsten Tisch anbieten? Nein, danke. Ich treffe mich hier mit einem Typen, der echt cool ist. Oh, da ist er ja. Hey, Tadaluni. Ach, hey, mein... Du meinst ihn? Ja, er meint mich und er ist mein bester Freund. Ihr habt's gehört, Folks. Er ist mein bester Freund. Abgefahren, was? Das heißt, er ist cool. Der soll cool sein? Irgendwas riecht lahm. Hey, Cool Bob, hast du nicht Lust für mich und die Clubgäste einen von deinen coolen Swing-Songs zu singen? Oh nein, Daddy, das geht nicht. Yeah! Gut, ein Liedchen vielleicht, aber dann nehme ich meinen Haarersatz. Ja, und ich werde dich auf meiner Lakritzstange begleiten. Es läuft nach Plan. Cool. Total cool. Den nächsten Song singe ich für die Ladies. Dein Solo, Thaddäus. Ich beginne dieses Solo auf einem hohen Ton. Ich sag doch, der Typ riecht lahm. Schön, wenn ich nicht mehr cool sein darf, dann gilt das auch für SpongeBob. Danke. Hey, meine Zahnlücke ist wieder da. Das ist ja fast überseeisch schön. Sie sind hiermit herzlich zu dem kolossalsten und kultverdächtigsten Kunstereignis der Saison eingeladen. Der Eröffnung der Galerie Diphtherie. Davon habe ich schon gehört. Bikini Bottoms exklusivstes Präsentationsforum für Kunst. Diese Einladung gilt als Eintrittskarte für Thaddäus Tentakel. Thaddäus Tentakel. Plus eins. Ach, das heißt plus eins. Was machen Sie denn noch hier? Das heißt nicht plus eins. Da steht plus eins. Was ist denn plus eins? Naja, auf den Einladungen zu Partys und so steht manchmal plus eins drauf. Das heißt, man darf einen Freund mitbringen. Ist das eine Verpflichtung? Nein, Sie können auch alleine gehen, wenn Sie wollen. Nur sind Sie dann die Lachnummer des Abends, weil alle denken, Sie sind ein Loser, der keine Freunde hat. Was? Soll ich Ihren Vorgesetzten anrufen und ihm sagen, dass Sie hier schwätzend herumstehen?
Du musst einen Freund finden, der als dein +1 mitgeht. Meinst du so einen wie mich? Ich finde Eröffnungen toll. Nein, nicht so einen wie dich. Nicht ins Gesicht! Was? Warum? Ach so. Sie waren wohl schon immer so ein kleiner Scherzkeks, oder? Herr Postbote. Nicht? Also, eigentlich bin ich kein Scherzkeks. Ich bin eher zurückhaltend. Ich liebe Zurückhaltung. Denn ich will auch zurückhaltend. Ach, wirklich? Klar. Und ich glaube, wir haben ganz viel gemeinsam. Also ich weiß nicht. Ich bin ein ganz normaler Typ. Wenn ich nicht als Postbote arbeite, gehe ich gern in schicke Kunstgalerien. Genau wie ich. Und in Feinschmeckerlokale. Feinschmeckerlokale sind meine Lieblingslokale. Und einen echten Feinschmecker kennt man immer am Belag auf seiner Toastecke. Wer einmal eine Toastecke gegessen hat, der will nie wieder etwas anderes. Nicht wahr? Und wenn es etwas gibt, das ich hasse, dann... Klarinetten. Ja, ich weiß schon. Was? Wie weit neben der Spur muss man sein, um gerne Klarinette zu hören? Dieses quietschende, dumpf durchdringende Geheul, das klingt, als käme es aus dem Vorhof der Hölle. Nur ein komplett überkandidelter Vollidiot schnappt sich eine Klarinette und denkt... Ja, das ist mein Ding. Ich will der Welt diese Schmerzen zufügen. Hab ich recht, mein Freund? Mein Freund? Wir sind echt ein gutes Team. Sehe ich auch so. Weißt du, vorhin hatte ich ein Gespräch mit so einem Stück Algengrütze. Der hat gesagt, er findet Klarinettenmusik scheußlich. Hey, das finde ich total uncool. Nur Blindfische machen Sachen runter, die anderen Leuten was bedeuten. Du bist wirklich in Ordnung, Blasi. Ich heiße Larry. Oder so halt. Was ich dich fragen will, wie sieht's aus? Gehst du mit mir zu einer Galerieeröffnung heute Abend? Ehrlich gesagt ist das eigentlich so ganz und gar nicht mein Ding. Aber für dich sehr gerne. Ich gehe nur kurz mal nach Hause und ziehe mir einen Proteinshake rein. Was? So einen Schmodder braucht doch niemand. Nein, wirklich, das ist kein Schmodder. Proteinshakes sind echte Lebensretter, Bruder. Ach, hör doch auf, das ist totaler Quatsch. Man muss schon ein ganz schön hirnloser Hummer sein, um jedem Modetrend hinterherzulaufen, der einem eingetrichtert wird. Ach, ich liebe Proteinshakes. Ich bin das leichtgläubigste Krebstier in sämtlichen Weltmeeren. Gib mir mal einen dämlichen Proteinshake. Ich meine... Aber wir sehen uns doch heute Abend. So gegen 7. Dann sind wir zwei wohl wieder alleine. Was machst du denn hier? Ich spiele Springseilziehen. Spielst du mit? Nein. Du hältst das Seil hier und ziehst es hinter dir her, als ob dich eine Seeschlange verfolgt. Guck, so, spielst du mit? Jetzt hol mich endlich heraus! Ja, geht los! Danke. Gern geschehen, mein Freund. Freund? Wärst du gern mein +1? Komm mit, mein Lieber. Und hier kommt Thaddäus Tentakel, der uns entweder ein ganz besonders bizarres Stück Performancekunst vorführt oder die traurigste zur Schaustellung von Einsamkeit, über die ich je das Missvergnügen hatte, zu berichten. Vermutlich wird eher das Zweitere zutreffen, was ich gerade sagte. Das Traurige, Sie wissen schon! Das ist gar nicht gut. Er muss doch zum Vorspielen bei den Bikini-Bottomer Philharmonikern. Was sollen wir nur tun? Wir müssen einen anderen Thaddäus im Labor erschaffen. Mein Freund, du bist ein Genie. Nein, leider nicht. Das hat nicht funktioniert. Oh nein, wir haben Wasser und Welle in Bewegung gesetzt und wir haben trotzdem versagt. Wenn wir doch nur in Thaddäus reinkriechen könnten, dann könnten wir ihn bewegen wie eine Marionette. Das ist es. Wir können in Thaddäus reinkriechen und ihn bewegen wie eine Marionette. Echt? Von wem kommt denn die bescheuerte Idee? Von dir. Also ich finde, sie klingt sehr gut.
Danke, das reicht. Nächster. Er ist einfach großartig. Was ist denn los hier? Wo bin ich? Ich bin beim Vorspielen. Ich spiele, aber ich habe keine Kontrolle darüber. Ich fühle mich, als hätte etwas Besitz von mir ergriffen. Was ist los auf einmal? Ich kann es dir auch nicht sagen, aber ich verliere die Kontrolle. Muss die Kontrolle erlangen. Das ist eine ungewöhnliche Art zu spielen, aber wie auch immer, der Klang ist ganz einfach wunderbar. Patrick, ich glaube, ich kann sein Gehirn nicht mehr lange steuern. Ich hab's auch nicht mehr im Griff. Was war das? SpongeBob? Patrick, ihr seid in mir drin? Wie ist das passiert? Geht raus aus meinem Hirn und aus meinem Körper. Raus hier! Sag ich euch, ich werde euch sowas von vermöbeln. Sie sind ein Magier, ein wahrer Magier der Musik. Ich? Oh. Ja, ja, oh, versetzen Sie uns in Ekstase, Maestro. Ach, wie ich euch beneide, gemeines Volk. Denn euch wird die glorreiche und einmalige Ehre zuteil, niemand anderen als mich, Gustav Muschler Symphonie Nummer 5 in Cis-Moll spielen zu hören. Denn ich habe alles unter Kontrolle. Ich grüße Sie, Herr Tentakel. Ich bin Frederik T. Tinneff, weltmeerberühmter Kunstkritiker. Ich vermute, das ist Ihr Kunstwerk. Oh ja, das ist es, in der Tat. Dieses Werk steht für meinen Kampf um die Geltung meines Genies inmitten der Geistlosigkeit der Weltmeere. Erleben Sie die Venus von Thaddäus. Umwerfen, nicht wahr? Meine wohlüberlegte Meinung ist, ich muss Ihr Künstlerbarett konfiszieren. Was? Nicht doch, das können Sie nicht machen. Tut mir leid, es sind wahre Künstler, die ich suche. Ich bin ein Künstler, hurra! Was höre ich da, ein Künstler? Was? Nein, kommen Sie zurück! Welcher der beiden Herren ist denn der Künstler? Das sind wir beide, macht jede Menge Spaß. Wollen Sie es nicht auch mal versuchen? Ich bin Kritiker. Ich versuche mich nicht an Dingen, ich beurteile sie. Ich fälle Urteile, zum Beispiel auch über Ihr Werk. Langweilig. Nicht beurteilen! Heilige Seehechtsuppe mit Steinbeißer, das ist so unglaublich primitiv und naiv. Sie sind ein wahres Genie. Ist das gut? Ich gebe Ihnen $500 dafür. Und den Hut da. Hey! Sie sind ein meisterlicher Künstler, mein Freund. Sie können dieser Fischnase keinen Künstlerhut aufsetzen. Wer ist hier der Kritiker, Wow, hast du das gerade gehört? Patrick ist ein Künstler. Also gut, was willst du denn dann? Keine Ahnung, ich fühle mich so uninspiriert im Moment. Hi, mein Bester, bestellst du gerade einen leckeren Krabbenburger? Ach, ich weiß auch nicht, ich steck in einer schöpferischen Krise. Das tut mir leid, wie schrecklich für dich. Los, jetzt bestell endlich was. Okay, ich möchte neue Ideen, um das öffentliche Interesse an meiner Kullerkunst zu befriedigen. Aus dem Angebot. Such dir etwas aus dem Angebot aus. Wir servieren hier keine künstlerischen Ratschläge. Wieso steht's dann an der Tafel da oben? Was denn? Wie jetzt? Los, mach deine Arbeit, Thaddäus. Weißt du was? Konzentrier dich auf deinen Burger. Was? Oh, natürlich. Es ist doch offensichtlich im Grunde. Das hätte mir schon viel früher auffallen müssen. Thaddäus ist ein Genie. Nun weiß ich endlich, was ich tun muss. Brillant. Ein solches Beispiel an ungeschliffener Kreativität gab es noch nie. Das wird die Kunstwelt auf den Kopf stellen, oh ja! Hiermit erkläre ich dieses Werk zum nächsten großen Ding! Nächsten großen Ding! Ja, du hast es
es geschafft. Du hast deine Inspiration wieder. Vor allem brauche ich gleich mehr von diesen Burger-Dingern. Alles klar, Kumpel. Bargeld! Münzenscheine, große, kleine, kommt zu mir, bald seid ihr meine. Ja, was zum... SpongeBob! Patrick! Was geht hier vor sich? Das ist meine Kunst. Ich kaufe hier Krabbenburger ein für $3 und dann verkaufe ich sie für $50 weiter. Und erneut, ha. Warum ist er so böse, Thaddäus? Ich hab doch nur deinen Ratschlag befolgt. Was? Das war also deine Idee, hä? Hier ist eine neue Ladung ganz frischer Krabbenburger Kunstvorlagen. Sehr gut, Minion. Das wären dann $50. Das ist wirklich preiswert. Und hier ist Ihr Burger. Noch ein Kunstburger, bitte, Herr Star. Es ist so eine Ehre, Sie kennenzulernen. Kann ich mir gut vorstellen. Hey, Lehrling! Machst du mal eben noch eins meiner Meisterwerke, guter Mann? Wenn du tüchtig bist und dich ranhältst, wird aus dir vielleicht auch mal ein Künstler. Oder auch nicht. Da fehlt einfach der Glanz. Meine Damen und Herren, seht und staunt über meine wunderbaren Gemälde. Entschuldigung, ich hätte gern Ketchup. Guck lieber meine Kunst an, du Kleidhüte! Ich weiß nicht mehr, wie du mir diese Kunstausstellung aufgequatscht hast. Aber ich weiß, dass dieser Spuk jetzt ein Ende haben muss. Das können Sie doch nicht machen, Chef. Warten Sie, bis er ein paar Bilder verkauft hat. Kaufen Sie bedeutende Kunstwerke. Sehen Sie den Ausdruck meines Leidens und meiner Verzweiflung. Diese Narren erkennen ein Meisterwerk nicht einmal dann, wenn sie es direkt vor Augen haben. Dann muss ich sie wohl mit der Kraft meiner Kunst konfrontieren. Staunen Sie über diese Schönheit. Auf geht's, Larry. Ran an diesen Salat. Auf geht's, Larry. Ran an dieses Kunstwerk. Meine Augen! Diese Schmerzen! Mr. Krabs, Thaddäus ist unser Freund. Und seine Bilder sind zu billig. Sie sollten eins kaufen, nur um nett zu sein. Alles gut. Nett sein? Nett sein? Ich schmeiß doch mein Geld nicht für nett sein raus. Denken Sie dran, wie wertvoll diese Bilder vielleicht mal werden. Wertvoll? Wie meinst du das? Wenn Kunstwerke älter werden, werden sie oft auch teurer. Die Bilder von Thaddäus könnten irgendwann Millionen wert sein. Millionen? Ich bin ein bedeutender Kunstsachverständiger und ich sage Ihnen, diese sogenannte Kunst wird nie irgendetwas wert sein. Hey, wenn Eugene Krabs irgendwas nicht tut, dann... Geld verlieren. Irgendwas muss ich doch tun können, damit diese Kunst bares Geld wert ist. Ich habe meine Werke alle verkauft. Diese Handvoll Kleingeld macht mich zu einem ernsthaften Künstler. Wer hätte gern das Autogramm eines kreativen Genies? Hm? Nun ja, Gemälde werden oftmals deutlich wertvoller, wenn der Künstler nicht mehr unter uns weilt. Sie können sich sicher ein Bild davon machen. Oh ja, das kann ich in der Tat. Mir fällt da auch schon ein Motiv ein. Obacht, hier betritt ein Künstler den Raum. Auch Obacht, hier liefere das aus und zwar hurtig. Was? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich bin Künstler und nicht Ihr Handlanger für wie auch immer geartete niedere Tätigkeiten. Oh, seien Sie nicht so nieder zu Thaddäus, Mr. Krabs. Ich liefere das aus. Nein, der Herr Thaddäus ist doch jetzt ein ernsthafter Künstler. Und ein ernsthafter Künstler kann doch einfach alles, oder? Also, das war ekelerregend. Und wer möchte mit mir über meinen Farbauftrag und meinen Pinselstrich sprechen?
Ich habe alles getan, was ich konnte, um dich möglichst unversehrt von hier verschwinden zu lassen. Aber nun wirst du zur Gefahr für mein Bargeld. Schnell weg, Thaddäus! Hey, wie wär's mit ein wenig Unterstützung für deinen Chef? Rennen Sie schnell hinterher, Chef! Nur ein bisschen langsamer als Thaddäus. Zerstör deine Gemälde, bevor Mr. Krabs zurück ist! Nein, ich kann das nicht. Sie sind alle viel zu großartig. Hey! Rühr bloß meine Bilder nicht an, ja? Oh, es tut mir leid, Bilder, aber entweder ihr oder ich. Ja, also das ist wahre Kunst. Was, wirklich? So voller ursprünglicher Leidenschaft und so riskant. Ja, spürt meine Kunst. Ja. Bilder in Ruhe, du Monster! Nicht doch! Das war mit Abstand das spannendste Stück Performance-Kunst, das ich je gesehen habe! Ach ja, aber dann ist das doch Millionen wert! Hey, aus dem Weg! Ja! Puh! Oh Mann! Also, und wie viel rücken Sie raus für all das? Gar nichts. Performance-Kunst ist ein Werk des Augenblicks. Ihr Wert ist rein ideell. Was? Warten Sie! Kommen Sie zurück, Sie Verlorene! Oh je, Mr. Krabs! Thaddäus! Tja, und so erwarb ich am Ende dieses Meisterwerk. Ich bin ein Künstler. Und ich bin reich. Und ich habe assistiert. Ja, Zugabe! Ich bin ja so froh, dass dir mein Spiel gefällt. Aber natürlich, es gefällt mir so derartig, dass ich am liebsten... Was? Am liebsten singen? Nach genau diesem Wort habe ich gesucht. Und eins, und zwei, und eins, zwei, drei, vier. Dünne Ärmchen wackeln, die Nase ragen tut. Glatze einfach glänzend, er spielt wirklich gut. Genial ist dieser Bursche, bravourös und flott. Der schräge blaue Kerl da ist ein Klarinettengott. Seine Musik zu hören ist wie Musik in meinen Ohren. Manche Träne hab ich schon beim Zuhören verloren. Gegen dieses Wunderweichtier hier klingt alles andere wie Schrott. Der lustige blaue Kerl da ist ein Klarinettengott. Er ist klar der Beste. Ja, keiner kann's wie er. Fragt man ihn, wie er das macht, dann sagt er, ist doch gar nicht schwer. Hurra! Wunderbar! Dankeschön! Sag mal, Musikgenie! Ja? Wenn du nicht mit deinen wunderbaren Melodien alles Meeresgetier betörst, kann man dir auch bei der Arbeit in der Krossen Krabbe begegnen, korrekt? Das ist eine bedauerliche Tatsache. Und du arbeitest dort doch auch schon seit ziemlich langer Zeit, oder? Und das ist noch untertrieben. Naja, und ich frage mich nur ab und zu, du Meeresgottgesandtes Musikgenie, was ist eigentlich in diesen Krabbenburgern drin? Also so rein geheimformeltechnisch. Ich arbeite doch gar nicht am Grill, sondern an der Kasse. Aber du warst doch bestimmt schon in der Nähe des Grills und irgendwas musst du doch gesehen haben, oder? Hab ich nicht, rein gar nichts. Seit 20 Jahren arbeitest du in ein und demselben Schuppen und kennst nicht mal die Zutaten für euren einzigen echten Umsatzbringer? Schluss mit der Schmierenkomödie! Ich will diese Formel und zwar jetzt und sofort! Ach, verstehst du das denn nicht, Shelton? Dank dir, mein Lieber, werde ich zu einem immer besseren Musiker. Was? Durch deine ständige Ermutigung habe ich musikalisch ganz andere Dimensionen erreicht. Ich treffe Töne, von denen ich vorher nicht einmal wusste, dass es sie gibt. Und jetzt? Mayday! Mayday!
Letztlich werde ich nur dank dir meinen elenden Job in der Kostenkrabbe kündigen und hauptberuflicher Musiker werden. Ja, aber dann komme ich doch nie an die Geheimformel ran. Oh-oh. Ja, nicht meine Profi-Ohrenstöpsel. Nein! Kommt zurück, ich brauche euch! Ja! In dieses Horn des Horrors zu blasen. Du bringst mich nach oben. Hey! Bleib stehen! Hallo, Nachbar. Ich habe gehört, dass du ein Plankton Tür zu knallen spielst. Und da wollte ich mal fragen, ob ich vielleicht... Plankton hat meine Klarinette geklaut und ich muss sie wieder haben. Oh, das spiele ich mit. Aha! Okay, Fischflöte. Jetzt wird's gleich ein bisschen zeitgenössig. Hey, eine schicke Schiene ist das. Autsch, mein Lieber, das Spiel ist lustig. Ihr kriegt mich niemals, hört ihr? Niemals. Oh. Wir haben dich umzingelt. Ach so? Oh. Bei uns sind hunderte von Beschwerden wegen qualvoller musikalischer Folter eingegangen und du hast als einziger ein Instrument dabei. Moment mal, ich sehe dieses Instrument gerade zum ersten Mal im Leben. Das stimmt, Plankton spielt gar nicht, Klauten. Na, na, Minjung, überlass das dem starken Arm der Strafverfolgung. Kopf einziehen. Nein, warten Sie bitte. Karen, Hilfe! Ach ja, das hier brauchst du jetzt wohl nicht mehr. Junge, Junge, das war ganz schön knapp, hä? Fast wäre die Fischflöte weg gewesen. Und erneut hasse ich euch alle. In tiefer See erblickte unser Held als Tintenfisch das Licht der Welt. Ein talentierter Oktopus mit Potenzial im Überfluss. Ich möchte das Doppelkrabbenmenü mit Extratang. Weg da, los, los, verschwinde! Was hab ich dir gesagt? Mach deinen Job oder ich setz dein Stück an. Na schön. Doch aus Berufung wurde Qual, seitdem er leidet in diesem Lokal an fettigem Fraß und zuckrigen Getränken, die dumpfes Volk konsumiert, ohne nachzudenken. Pfui, Spinne! Ich frag euch, war das in der Schöpfersinne? Ja! In der Grossenkrabbe war sein Talent verschwendet. Entschuldigung, krieg ich noch eine Cola? Nein, die kriegst du... Tadeus? Ja, natürlich. Aber wer, frag ich, wer nur benetzt meine dürstende Seele mit Kultur? Ich hab keine Ahnung, Mann. Echt keine Ahnung. Sein Leben lag in Trümmern und kein Fisch, kein Schalentier wollte sich um unseren Helden kümmern. Hey, auf meinem Krabbenburger ist kein Ketchup drauf. In der Tat, sieht ganz so aus. Katastrophe, welch ein Graus, da hilft kein Gaffen. Ich muss Abhilfe schaffen. Möchte auch nur einer von euch mit mir tauschen? Hör mal, du bringst dem Gast einen neuen Krabbenburger mit Ketchup. Na los! Und vergiss nicht, ihm den zu berechnen. Und mein Chef kann sich nur an seinem Geiz berauschen. Wie war das, Herr Thaddeus? Mr. Krabs, ich spiele eine Rolle. Oh, na wenn das so ist, in Ordnung. Aber bring ihm einen Krabbenburger. Na schön, SpongeBob, einen Krabbenburger mit Ketchup. Und nun wird mein Los erst richtig grob, wenn ich arbeiten muss mit diesem Bob. Ich hab meinen Text vergessen. Du hast doch gar keinen Text. Ach so? Mach dir keine Gedanken. Sei einfach du selbst. Oh, na, das hab ich drauf. Ein Krabbenburger kommt sofort. Oh, was ist das? Verpackungsmüll in meiner Küche? Oh, der Mülleimer ist voll. Da rufe ich doch besser die Müllabfuhr. Ip, 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 ip. Ausgezeichnet. Dankeschön dafür. Plötzlich wird Hoffnung in ihm geweckt. Hey Mann, wo ist mein Krabbenburger? Doch sein Genie blieb weiter unentdeckt. Hey, wird's bald, Mann? Ich will jetzt meinen Burger. Ja, ich auch. Er wurde missachtet, respektlos behandelt, fast gar verachtet, ignoriert. Nicht
respektiert, verkannt, verstoßen, verlacht voller Hohn. Und das Schlimmste dabei ist, bei magerstem Lohn. Das ist wahr. Deswegen ist es ja so lustig. Erst fertig, bestell. Darüber hinaus. Oh, darüber hinaus, was? Nirgendwo zu Haus. Sein Talent wurde verschwendet. Sein Leben lieb und vollendet. Nun mach endlich hinne. Wir wollen Krabbenburger. Wir wollen Krabbenburger. Wir Thaddäus, du hast den Kunden ihre Krabbenburger noch nicht serviert. Also gut. Wo bleiben denn die Burger? Was habe ich getan? Hat mich die Verlockung der Bühnenluft von meinen geliebten Burgern abgelenkt? Thaddäus, verzeih mir, der Glanz des Rampenlichts hat meine wahre Berufung überschattet. Die darin besteht, jeden einzelnen Krabbenburger so perfekt zu braten wie nur möglich. Aha. Nein, Thaddäus, nicht doch. Diese Burger sind nicht zum Verzehr geeignet. Hier, guten Appetit! Oh. Also echt mal, die ganze Warterei für sowas? Also bitte, ja, hier weiß doch keiner, was gut ist. Und wenn er es um die Ohren gehauen kriegt. Ah, hey, von meinen Ohren war nicht die Rede. Also dafür hat sich das Warten noch gelohnt. Ich nehme noch mal zwei. Ich will auch noch fünf. Ich will auch irgendwas auf ihn werfen. Das dicke Ende. Thaddäus! Thaddäus! Ich habe gute Neuigkeiten. Das Stück ist so ein Erfolg, dass wir es noch zwei Abende spielen. Eine Matinee gibt's auch. Viel Glück für morgen. Bald werden sie in Stein verewigt sein. Was soll denn das werden? Ich bin schüchtern. Ich soll sie doch darstellen, oder glauben Sie, diese Skulptur erschafft sich von selbst? Oder wollen Sie das Geld nicht, das diese Statue Ihnen bringt? Wie wär's so? Nö. Oder so? Nö. Oder so? Nö. Oder so? Nö. Komm schon, sei doch nicht so. Gute Güte, bleiben Sie genau so. Rühren Sie kein Glied, verstanden? Und wie lange muss ich jetzt so stehen bleiben? So lange, wie es dauert. Und mach weiter, ich geb gleich den Geist auf. Es ist vollbracht. Wunderbar. Auf geht's, enthülle es. Sie halten wohl besser eine Sonnenbrille bereit, sonst werden Sie geblendet von meinem Genie. Ja, ja, zeig schon her. Voila. Was soll das bitte schön sein? Das ist ein Meisterwerk. Ich habe aber keinen Mund in meinem Bauch. Was er darstellt, ist das knirschende, klaffende Maul der Konsumgesellschaft. Und die Löcher, die es ins Innere von uns allen reißt. Das Werk heißt Unterdrückung. Warum auch immer. Ist es sicher, wenn Kinder drauf rumklettern? Das ist Kunst und kein Spielzeug! Ein Testlauf schadet sicher nichts, bevor wir die Öffentlichkeit drauf loslassen. SpongeBob! Melde mich zum Dienst, Sir. Was ich von dir will, ist, dass du ordentlich herumtollst an diesem komischen Dings da. Das hier ist kein komisches Dings da. Das ist Kunst! Ich hab sie klar und deutlich verstanden. Klar und deutlich. Ja! Wow,
ganz schön schwer. Also hör mal, ich kann doch keine Kinder spielen lassen auf dieser Vernichtungswaffe. Da werde ich doch verklagt bis zum Weltuntergang. Was denn? Sie wollten doch ein Kunstwerk und jetzt haben Sie eins. Ein Kunstwerk? Was ich hier sehe, ist ein Werk des Wahns. Mr. Krabs, dürfte ich vielleicht einen Vorschlag machen? Guck mal, Thaddäus, das sind wir. Wir machen Boxspringen. Du bist der Untere. Gib das her! Boxspringen ist kein künstlerischer Akt. Was machst du denn jetzt? Ich nenne das Fetzenbilder. Man nimmt einfach ein paar Papierfetzen und macht ein neues Bild daraus. Siehst du, diesmal bist du oben. Willst du nun eigentlich was über Kunst lernen oder nicht? Entschuldigung, ich höre jetzt zu. Na gut, also weiter. Und jetzt pass gut auf. Sieh dir diesen Marmor an. Stell dir die Skulptur vor, die du schaffen willst. Dann vorsichtig. Ist das so in Ordnung? Das ist wunderschön. Ich meine, das hier ist doch keine richtige Skulptur. Eine gute Skulptur braucht mehr Zeit. Du kannst nicht einfach so vor dich hinbildhauern. Du musst gewisse Regeln befolgen. Sonst wirst du dein ganzes Leben lang ein erbärmlicher Dilettant bleiben. Und überhaupt ist die Nase falsch. So. Und nun ist es Kunst. Genau, das ist so offensichtlich. Da hätte ich nie dran gedacht. Es tut mir furchtbar leid. Ich bin doch der Schüler und trotzdem habe ich dich hochnäsig missachtet. Nie werde ich so ein großer Künstler sein wie du. Ich verdiene deinen Unterricht nicht. Ich verdiene auch deine Gegenwart nicht. Guten Tag, mein Herr. Tut mir leid, der Kurs ist zu Ende. Sie sind zu spät. Oh, ich muss mich entschuldigen. Wo sind denn meine Manieren? Mein Name ist Gerd G. Geldspeicher. Ach, der weltberühmte Kunstsammler? Der eine und einzige. Ja, aber was tun Sie denn hier? Ich bin auf einem Einkaufsbummel. Ich kaufe Kunst für mein neues Museum. Hier sind Sie genau richtig. Ich bin der größte Künstler in Bikini Bottom. Das hier trägt den Titel der geflügelte Thaddäus. Ich glaube nicht ganz, dass das zu den anderen Stücken in meiner Sammlung passt. Warum nicht? Na, weil es eine Kunstsammlung ist. Wie wär's mit dem hier? Es heißt ein Hauch von Till. Oder er gehört in den Müll. Pardon, das habe ich wohl übersehen. Ich denke, ich werde jetzt wieder... Was ist denn das? Moment, halt, das ist nicht, das ist... Himmlische Form, erstaunliche Details und perfekt zensiert. Das ist das Werk eines genialen Meisters. Ja, aber was ist denn das? Das ist der einzige Makel. Ach, so ist es viel besser. Ich muss einfach den Künstler finden, der das geschaffen hat. Ihm soll Ruhm zuteil werden. Ruhm. Reichtum. Reichtum. Alles, was sein Herz begehrt. Wirklich alles? Ich bin's. Ich hab das geschaffen. Ich seh's schon vor mir. Ihr Name in den prestigeträchtigsten Museen der Welt. Mein Lieber, ich mache Sie unsterblich. Und jetzt schaffen Sie das Ding in mein Auto. Ja, ein wenig Hilfe wäre nicht schlecht. Mein Ruhm, mein Reichtum, meine Haare. Naja, ein kleines Ärgernis ist das ja schon. Aber für einen Künstler Ihres Ranges ist das doch gar kein Problem. Dann meißeln Sie den Typen eben nochmal. Na gut, ich glaube, wir machen einfach mit dem Marmor weiter. Zunächst muss sich der Künstler konzentrieren und sich ein Bild von seinem Werk machen. Endlich hast du es kapiert. Er muss den Marmor umarmen. Genau. Er muss den Marmor riechen. Nun ja, okay. Er muss den Marmor ablecken. Er muss den Marmor waschen. Er muss mit dem Marmor ausgehen. Er muss wie der Marmor sein. Jetzt hab ich's. Ich sehe die Skulptur schon vor mir. Ran ans Werk, Kumpel. Mit diesen Werkzeugen gebäre ich ein Kunstwerk. Oh ja, bitte. Halt, da fehlt noch was.
So, jetzt ist es Kunst. Und, was hältst du davon? Lass es einen Moment lang auf dich wirken. Dich überwältigen. Das ist komm, wir haben die Müllverschleuderer gefunden. Aua, aua. Dachte ich's mir doch. Wollte Geld für die Müllsäcke sparen. Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden, mein Herr. Für Sie heißt das Müllinspektor und nicht mein Herr, in Ordnung? Wir waren immerhin auf der Abfalluni. Los, dreckige Flegel! Ganz wie Sie wünschen, Inspektor. Was ich damit sagen will, ist... Wir befinden Sie der bewussten Pfennigfuchserei und der mutwilligen Müllentsorgung für schuldig. Und verurteilen Sie zum Einsammeln sämtliche Mülls im Bikini-Button und zwar mit diesem Fahrzeug. Mit dem da. Natürlich wird gemacht, verehrte Inspektoren. An alle Müllstreifen. Wir haben einen 342 in Bikini-Stadt. Da hat jemand seinen Müll nicht getrennt. Nicht sie hin! Ihr habt ja gehört, was Sie gesagt haben. Und jetzt sammelt den Müll auf. Aber bestraft worden sind doch Sie. Also ich bin der Meinung, wir sind bestraft worden. Das bedeutet, ihr kümmert euch drum. Na los, wird's bald. Gut, ich mach das, was Sie sagen. Aber nur unter Protest. Damit kann ich leben. Das habt ihr gut gemacht. Bikini-Bottom sieht jetzt richtig sauber aus. Nur noch ein Haus und dann kann ich das Kapitel Müllabfuhr endlich abschließen. Auf den Wagen damit und dann nichts wie weg hier. Hey, Finger weg von meinem Hab und Gut. Aber das ist weder Hab noch Gut, sondern Müll und der muss in den Müllwagen gebracht werden. Nein, das gehört mir. Hustetchen. Ich glaub, das macht Spaß. Schlag dir das aus dem Kopf und hilf mir, die Mülltonnen zu leeren. Der Stock ist ein mieser Verräter. Lass die Tonne los. Spongebob, hilf mir. Seit wann gehst du in die Muckibude? Tja, der Gutschein von Larry von Lobster hat sich wirklich gelohnt. Keine Verbrüderung mit dem Feind, ja? Ist aber gar kein Feind, sondern mein bester Freund. Außer dir natürlich. Vielleicht lassen wir Patrick einfach seinen Müll. Von wegen. Der Müllinspektor hat gesagt, wir sollen den Abfall der gesamten Stadt einsammeln. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Niemand kommt meinem Müll zu nahe. So hättest du das also gern, ja? Wird höchste Zeit, Patrick zu entsorgen. Oh, Thaddäus, du klingst ja richtig tough. Gut, schalten wir auf Kampfmodus. Oh, oh. Chance. Gib uns deinen Abfall oder du wirst fressen mit Arbeiten. Ha, weißt du was? Ich werde euch, wie heißt das? Dickster halt. Ah!
Aufklauben ist wirklich harte Arbeit. Oh, oh. Was? Gold und Diamanten? Yeah! Goldstaub! Und wen? Das ist nur Sand. Hilfe, treibt an! Was war das jetzt? Der größte Schatz der Welt. Ein Kind. Hallo? SpongeBob, wo bleibt denn mein Senf? Hey, ich will sofort sehen. Schon unterwegs, Chef, wenn wir ihn gefunden haben. Pussy. Diese Senfader finden wir doch nie. Oh, was ist denn das? So, fertig, den Bart. Dich, bevor die Türen schließen. Das ist die letzte Bahn für heute. Hast du eine Monatskarte? Ja, ich hab sie. Komm schon, Thaddäus. Schneller, Luft, und schneller. Also ehrlich mal, du solltest wirklich vorsichtig sein, wenn die Türen schließen. Sie befinden sich in einem Zug der Bergbaulinie 1 von Kohle in Richtung Kalkstein. Nächster Halt, Würzmittel. Da müssen wir raus. Komm mit, na los! Bin auf Mayo gestoßen. Chili-Soße. Ich hab Blut gefunden. Oh, nein, es ist Ketchup. Wir kommen näher. Ja. Mittelscharf. Bin auf Senf gestoßen. Ehrlich? Auf Senf? Senf ist unser grüner Schatz. Schürfen tun wir ihn als Fass. Den säuerlichen Schärfen wirst du satt. Aus Dose und Glas wird die Soße was. Geht's? Ich würde dich ganz kurz mal in den Gastraum bitten, Mignon. Angetreten und bereit zum Dienst, Sir. Der da war's. Der hat meinen Briefkasten kaputt gehauen. Oh. Ich höre. Nein, Mr. Krabs, sowas mach ich doch nicht. Natürlich, so einer bist du doch nicht. Das sind nur haltlose Behauptungen von irgend so einem Loser. Dafür kann dich niemand belangen. Puh. Er hat meine Springbrunnen zerstört. Ja, genau, das ist der Kerl. Herr Schwammkopf, ich fürchte, Sie sind hiermit verhaftet. Aber Mr. Krabs, ich hab nichts getan. Das ist eine Verleumdung. Ich war das nicht. Nur keine Sorge, Mignon, ich stehe hinter dir. Aufwachen, Herr Thaddäus. Also, ich gehe jetzt SpongeBob im Kindchen besuchen. Und du stellst dich an den Grill. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Unverschämtheit. Haben Sie dich schon wieder entlassen? Herrje, du siehst ja furchtbar aus. Mach das Essen fertig, gleich kommt der Mittagsansturm. Na, das wurde aber auch Zeit.
SpongeBob, die Burger schmecken grauenhaft und die Gäste drehen durch. Moment. SpongeBob ist übergeschnappt, rettet euer Leben. Spongy, Spongy. Bleiben Sie ganz ruhig. Ich bin auch ein Schwamm. Auf mich wird er hören. SpongeBob. SpongeBob. Spongy, Spongy. Langsam wird's doch. Ui. Also, würdest du jetzt bitte runtergehen und dich der Polizei stellen? Hallo. In Ordnung, Spongy, Spongy. Ich kann dich verstehen. Ich lass dich in Ruhe. Ja. Ja, du. Quietschi, quietschi. Ach, das gefällt dir wohl. Tja. Kein Käfig. Ist klar. Nein, nein, lass ihn nicht da rein. Du fällst dich. Ich brauch mein Qualfischernetz. Wo hab ich das denn nur? Hier vielleicht irgendwo. Ich hab's. Ich hätte übrigens eine Lösung für dein Hasenproblem. Ich liebe die Jagd. Bleib, wo du bist. Ich hab eine Idee. Auf zum Zoogeschäft. Da, guck, ich hab noch einen Hasen, um den einen aus seinem Versteck zu locken. Hurra! Halt still, Patrick, ich seh dich. Oh, danke, mein Freund. Oh, Häuschen! Eins, zwei, drei. So viele Häschen! Ja! Das ist die letzte Karotte. Sellerie. Ja! Keine Bewegung, sonst spieß ich dich am Grill. Ich meine, ich grill dich am Spieß. Oh, weia, was passiert denn hier nur? Keine Angst, Thaddeus. Ja, wir helfen dir. Sie werden größer. Hallo, ist denn der Tierfänger? Retten Sie mich! Raus aus meinem Haus! Das treibt sie raus! Das mit deinem Haus tut uns echt leid. Ja, gerade erst gehört. Fertig, Tage, das wird alles wieder gut. Ich bin jetzt ein Häschen.
Ich grüße dich, geehrter grießcremiger Herr. Ich habe ihm ein Übersetzungshausband gekauft. Warum willst du überhaupt mit dem reden? Das will doch jeder Tierbesitzer. Ich habe Gary gefragt. Diese Wände, dieser Teppich. Tja, Gary hat wohl einen hochentwickelten Sinn für Inneneinrichtungen. Ach wirklich? Dann muss ich ihm ja alles ganz genau zeigen. Hey, wartet! Ja, hier oben erwarten dich nun meine wahren Meisterwerke, verborgen vor den Augen einer ignoranten Öffentlichkeit. Oh je, der naive Kopffüßlerstil. Nicht gerade raffiniert. Sieh her! Geschmacklos. Was sagst du da? Keine Angst, ich schreib mir das alles auf. Spüre, wie die Erleuchtung dich durchströmt. Du siehst dir so einen Quatsch an? Wieso? Was ist daran falsch? Wahrscheinlich nichts. Zumindest braucht man kein Hirn dafür. Komm, Papa Bob, lass uns gehen, bevor der schlechte Geschmack hier noch auf uns abfärbt. Ach nein, wirklich jetzt schon? Sei nicht traurig, wir kommen bald wieder. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, befreit euren Geist von allen Störungen. Oh ja, das werde ich. Nacht, Gerber. Nacht, Papa Bob. Gute Nacht. Mau. Dann wollen wir mal sehen, ob SpongeBob nach dieser Nacht immer noch mit dir reden möchte. Du blöder Rechen! Oh, Papa Bob. Oh nein, so nicht. Oh, Papa Bob. Mein Bett ist zu verknüpft. Ist gut, ich komm ja schon, weißt du was? Geh in mein Bett. Papa Bob, es ist heiß hier drin. Okay. Immer noch zu stickig. Ach so, na. Besser so, Gary. Einen Block weiter ist die Aussicht aber viel schöner. Okay, okay. So kriegen wir die Sache ins Rollen. Du hast recht, Gary. Hier ist die Aussicht wirklich schöner. Gary! Gary! Oh nein! Das war ganz schön knapp, Herr Gary. Hoppla. Oh, wo sollen wir denn jetzt nur schlafen? Du kannst doch auch in einem Loch hausen. Wie dieser idiotische Seestern. Ja, jetzt friss ihr Gehirn! Ich liebe Kitschfilme. Oh.
Nacht, Süße. Ja. Was machst du denn? Sicher gehen, dass er schläft. Hörst du das? Oh, das ist Planktons Amöbe-Fleckchen. Sie will spielen. Gehst du jetzt endlich weg von mir? Städtchen spielen? Hol's! Pass auf! Idioten, es ist ein Zebra. Mach eine neue Portion Abfall. Abfall. Alles gut, sie ist im Ruhezustand. Je, der Abfall will fliegen. Hier muss es sein. Netzhautskin, nicht bewegen. Na toll, was machen wir jetzt nur? Zum Glück habe ich das hier. Sein Profil ist wirklich gut eingefangen. Ja, aber der Rest wohl auch, hm? Ich übernehme das jetzt. Du darfst auch mal vorgehen. Geht's dir gut? Nein! Ich steh nur da. Ich beweg mich nicht mal. Tut mir leid. Ha. Oh, hey, unfassbar, dass das geklappt hat. Guten Morgen, Krosse Crew. Bereit für einen neuen Tag voller frischer Krabbenburger? Warum qualmt ihr zwei denn so? Es tut uns so leid, Mr. Krabs. Nein, er redet im Wahn. Nehmen Sie ihn nicht ernst. Doch, Mr. Krabs muss die Wahrheit wissen. Wir haben versehentlich die Formel verschlammt und Plankton hat sie gefunden. Dann wollten wir sie zurückholen und haben versagt. Ja. Plankton hat meine Formel in den Fingern. Ja, so sieht's aus. Tja, dann werde ich sie wohl zurückholen müssen. Nur keine Angst, Papa ist da. Auf Ex, auf Ex, auf Ex, auf Ex. Du musst nach Hause kommen und zwar sofort. Wir können alles tun, was du willst, wenn du jetzt nur mitkommst. Ich spiele sogar ein bisschen Jazz. Die Kids lieben Jazz. Das ist ja alles Clown, Poesie-Teufel. Komm schon, Perla, lass uns gehen. Denn das musst du doch verstehen. Denn soll dich zu Hause sehen. Skill-wappel-du-diddle-wapp-wapp, yeah. Nein, Jazz, macht aus mir den Wert. Vergiss ihn, Perla. Lass uns auftauchen. Halt, 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 halt,
Babe, das ist nautisch. Wie wär's mit Jojos? Die Kids lieben Jojos. Okay, jetzt wird aufgetaucht. Eins, zwei und drei. Dafür kriegen wir seeteuflischen Ärger. Sie und ja! Oh nein! Carla, alles in Ordnung? Oh, Thaddeus, es tut mir so leid, dass ich nicht auf dich gehört habe. Schon gut, erstmal müssen wir dich runterkriegen. Okay, okay, warte mal kurz, ja? Und jetzt? Yeah. Hallo? Entschuldige mal, aber siehst du nicht, dass ich in Ruhe lesen will? Oh. Oh. Was ist denn? Sag mal, was machst du denn da? Da ist ein loser Faden. Und? Ich will nur mal an ihm ziehen. Wenn ich dich ziehen lasse, lässt du mich dann bitte in Ruhe mein Buch weiterlesen? Gut, bring das hinter uns. Nur nicht nach unten gucken. Mein Bein oder meine Hose. Setzen Sie sich, mein Herr. Ich komme gleich zu Ihnen. Hat jemand ein rostiges Taxi gerufen? Ich liebe Feen. Na, herzlichen Glückwunsch. Was gibt es Schöneres als ein nagelneues T-Shirt? Ups, das Preisschild ist gleich weg. Ach, es geht doch nichts über Kaschmir. Oh, es sollte etwas blanker, ein Pullover. Da kann ich helfen. Nein, 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 das gibt es doch nicht! Mal sehen, wie dieser zwirbelnde Zwerg das hier aufdröseln will. Echt jetzt auf? Oh!
gibt die Weichschalenmuschel, die Hartschalenmuschel, die Riesenmuschel. Los, los, geh mir aus dem Weg! Sogar die Messermuschel. Du weißt schon, wie immer bitte. Ich bin wunderschön. Ach, wenn wir näher an den Muscheln dran wären, könnten wir sie besser sehen. Ich weiß, pass auf. Während ihres Zugs haben sie doch ständig Hunger. Hör mal, das ist für die Muscheln. Oh, tut mir echt leid. Was denn? Ich bin halt nicht perfekt. Aber dafür satt. Mittagsschlaf. Es funktioniert ja. Ist das nicht total süß? Wer ist er, der Thaddäus? Ein Thaddäus, in anderen Worten, wer er? Wo war ich? Ah ja, ein Thaddäus, tänzelnden Schrittes und gazellengleicher Anmut. Jetzt reicht's aber! Muschelpack-Elendes, vermuschelt euch! Nicht zu fassen, wie diese Muscheln mein Haus verschwandeln. SpongeBob, hör auf, diese Viecher auch noch zu füttern. Aber wieso denn? Weil sie eine Riesenschweine. Oh. War vielleicht doch ein bisschen viel Futter. Ich werde nie wieder sauber. Hier drin wird kein Essen geklaut. Und schön Platz machen, während ich arbeite. Wolfestring geht hier vor sich. Und wieso sind alle diese Muscheln hier drin? Ich konnte sie nicht draußen lassen. Sie haben den Leuten die Burger geklaut. Ach ja, und was glaubst du, was sie hier drin tun? Den Leuten ihre Burger klauen? Mich einen Haufen Geld kosten. Und jetzt raus mit dir, Minion. Oh. Böse Muschel, man spuckt keine Perlen auf den lieben Mr. Krabs. Keine Angst, Mr. Krabs. Ich schaff diese Muscheln jetzt sofort hier raus. Wozu denn diese eine? Lass dir Zeit. Sollte ich nicht diese Muscheln hier rausschaffen, weil sie ihrer Kundschaft das Essen klaut? Vergiss die Kundschaft. Wenn die Muscheln weiter Perlen nach mir spucken, werde ich reich. Brave Muscheln, liebe Muscheln. Hä? Ach so, ich meine, böse Muscheln, dämliche Muscheln, Miefmuscheln. Ja. Diese Muscheln müssen von hier verschwinden. Folgt mir, ihr Muscheln. Warte, SpongeBob. Und so fing alles an. Mein Leben lag in Trümmern und meine geplatzten Träume vor mir. Ohne meine Klarinette war die Welt ein öder und düsterer Ort. Und da sah ich ihn, meinen ersten Verdächtigen. Wenn's auf bodenlose Dummheit ankam, legte SpongeBob immer noch eine Schippe drauf. Er musste was damit zu tun haben. SpongeBob, was hast du mit meiner Klarinette angestellt? Oh, Thaddäus, du bist so hart gesotten. Ist das ein Spiel? Oh, oh, darf ich mitspielen? Ich weiß, dass du meine Klarinette geklaut hast. Sag mir, wo sie ist. Oh, weiß ich nicht. Ich kann's gar nicht gewesen sein. Ich hab ein Alibi. Ich war den ganzen Tag bei Oma zu Hause und hab die Kussspuren als Beweis. Siehst du, für einen gibt's noch ein Plätzchen.
Sein Alibi war hip und stichfest. Nur eine nahe Verwandte würde diesen Klotzkopf küssen wollen. Wir haben doch so viele Freunde. Die helfen uns sicher bei der Suche. Ich habe keine Freunde. Für mich gibt's nur Verdächtige. Ach, weißt du, mein Bester, ein Verdächtiger ist doch nur ein Freund, dessen Unschuld noch nicht bewiesen ist. Geh weg! Also, darf ich dir helfen, den Fall zu lösen? Bitte, bitte, bitte! Gut, aber mach keinen Mist. Ja! Das wird ein Spielnachmittag. Ich meine, Moment. Gut, tun wir uns für diesmal zusammen. Duzi, 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 duzi. Ja, was zum... Oh! Hey, Mr. Krabs, wie ist das Wertebefinden? Wie wär's mit einer Tasse Tee? Stört Sie's, wenn ich Ihnen ein paar Fragen stelle? Also, wo waren Sie am frühen Abend? Du siehst hungrig aus, Schatz. Hausgemachtes Essen. Sag mal, was soll denn das, du Blödschwamm? Maniküre. Neue Frisur? Warme Decke? Neue Schuhe? Das reicht jetzt! Guck mal, die Tussi da. Was bei allen Meeresmonstern macht ihr zwei da eigentlich? Oh, wir spielen guter Bulle, guter Bulle. Tut mir leid, ich weiß nicht, wie böser Bulle geht. Wir suchen nach meiner Klarinette, Eugene. Ich weiß, du bist vorhin in mein Haus eingebrochen. Ich weiß, dass du sie gestohlen hast, also gib's zu. Vorhin sagst du? Aber ich war den ganzen Tag hier, mein Geld zählen. Sieh nur mein Hinternabdruck. Sauberes Profil. Noch warm. Scheint zu stimmen. Na schön, Krabs. Wir verkrümeln uns wieder. Fürs Erste. Komm mit, SpongeBob. Hallo, Jungs. So. Der Verbrecher kehrt also zum Tatort zurück. Spuck's aus, Kerl. Wo ist meine Klarinette? Ich weiß nicht, wer dieser Kerl ist. Aber wenn er es ausspuckt, esse ich das. Das war so, du Schmarschburganove. Als ich geschlafen habe, bist du durchs Fenster eingebrochen, hast mein Wohnzimmer zerlegt, dir den Schmodder geschnappt, den du hier frisst, und meine Klarinette geklaut. Oh nein, das ist kein Schmodder. Das ist Gelee. Der gute, alte, echte Quallenglibber. Echtes Quallengelee? Das gibt es nur an einem Ort. Das heißt, unser Dieb... muss in den Quallenfeldern gewesen sein. Na los! Nach dir, Kumpel. Als wir zu den Quallenfeldern kamen, konnte ich bereits die lieblichen Töne meiner Klarinette hören. Mein Baby! Her damit! Bin ich tot? Bin ich ein Geist? Okay, ihr könnt euch jetzt frei bewegen, Pfadfinder. Oh, ich fliege, ich fliege. Der Puls der Erdnusspflanze bleibt in der Schwerelosigkeit stabil. Ich bin noch nie zuvor so leicht gewesen. Das muss ich noch reparieren. Wir sind gelandet. Es ist alles vorbei. Ich bin wieder zu Hause. Warte eine Sekunde. Das da ist die Erde. Und das da unten, das ist der Mond. Also ist wohl die Baumkuppel irgendwie hier hochgeflogen. Gütiger Neptun, ich falle!
Warte, ich erinnere mich an den Physikunterricht. Ich bin auf dem Mond viel leichter als auf der Erde. Was bedeutet, dieser Sturz wird mir nicht wehtun. Also, wo ist das Mittagessen? Oh, da ist es. Bereit zur Start vor. Nein, ich will nicht starten. Nein. Oh, Sandy. Hey, Kleine, ich laufe gerade nach Hause. Ich habe meine Lesebrille vergessen. Schon gut, SpongeBob. Leider habe ich die Tasten für Fraß und Gas zu dicht nebeneinander platziert. Oh nein, der Mond wurde aus einer normalen Umlaufbahn gezogen. Das kann schlimme Folgen für unsere Gezeiten haben. Das Wasser ist heute etwas trocken. Sagen Sie, haben Sie vielleicht Spritzpistolen in Ihrem Sack? Ja, der ganze Sack ist sogar voll damit. Also dann spritzen Sie mich nass. Oh, jetzt verstehe ich. Machen Sie weiter, Weihnachtsmann. Rülpsbomben-Cola war ein ausgezeichneter Raketentreibstoff, Pfadfinderin Tardina. Ja, die Rakete hat uns wieder zurückgerülpt. Wow, sag mal, bringst du mir ein paar nerdige Wissenschaftssachen bei? Na klar, aber nur, wenn du mir ein paar hohlköpfige Cheerleader-Sachen zeigst. Wissenschaftspfadfindern. Nein, danke. Die Wissenschaft ist verrückt, da wimmelt es von Irren. Apropos Irre, ich frag mich, wie es dem alten SpongeBob wohl geht. Gute Nacht, Erde. Hey, hier ist mein bestes Stück. Könnt ihr euch nicht einmal benehmen wie Erwachsene? Euch euer Leben lang wie Kleinkinder. Mir doch egal. Ich kehr zurück in mein stilvolles Erwachsenenleben. Also haltet Ruhe. Tadeusz. Und sabbert wie ein kleines Baby. Also, ich weiß nicht so recht. Er sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, er sollte zum Arzt. Na los, bringen wir ihn ins Krankenhaus. Na komm schon, Kumpel. Dann bist du ruckzuck wieder gesund. Wie lautet Ihre Diagnose, Herr Doktor? Ihr Freund ist in einem Zustand, der in der Medizin als Kopf-hat-Bum-Bum-Machtitis bekannt ist. Nur keine Sorge, im Allgemeinen klingen die Symptome mit der Zeit ab. Aber sein Kopf darf keinen weiteren Erschütterungen ausgesetzt werden, sonst wird sich sein Zustand nicht mehr verbessern. Also sorgt einfach so für ihn, als ob er euer eigenes Babybübchen wäre und alles wird gut. Ist ja gut. Du musst nicht weinen. Ist gut. Ist ja gut, ist ja gut. Alles kommt wieder in Ordnung. Kein Problem mehr. Er beruhigt sich sicher in ein paar Minuten wieder. Ah!
Wird das bald was? Ihr habt noch nicht mal die erste Bestellung aufgenommen. Alles klar, Chef. Du weißt, was zu tun ist. Ich wusste, ich kann mich auf dich... Hä? Ist das für hier oder zum Mitwindeln? An deiner Handschrift müssen wir noch arbeiten. Mein Gesicht. Mein Bein auch. Aber vielmehr mein Gesicht. Hey, nimmst du jetzt meine Bestellung auf? Oh je. Ein armes, wehrloses Baby anzuschreien. Sie sollten sich schämen. Pass mal auf. Ich hab genug von diesem Babyspielchen. Oh, mein Neptun. Oh, was ist denn das? Klabautermann ist los hier. Oh, Igitt. Pertadeus, wo sind deine Manieren? Achten Sie auf seinen Kopf. Auf seinen Kopf? Achte du lieber auf seine Windel. Und wechsle sie endlich. Ja, Sir, jawohl. Oh. Wir wollen hier essen. Entschuldigung. Hey, ich will hier lang gehen. Entschuldigung. Hey, ich will hier Ketchup holen. Entschuldigung. Okay, Taddy, halt still. Oh, Mann. Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Du kannst dem Baby nicht von der Kunst auf die Windeln wechseln. Und geh nach hinten, wo das Essen zubereitet wird. Jetzt hab ich genug. Schaff dieses Stinkebaby aus meinem Restaurant. Mr. Krabs. Wenn mein Stinkebaby hier nicht willkommen ist, dann gehe ich auch. Thaddäus! Ja, was zum... Wo bin ich? Was ist hier los? Neptun sei Dank, endlich bist du wieder ein Erwachsener. Natürlich bin ich das. Was sollte ich denn sonst sein? Ich trage eine Windel. Ja. Und die ist voll. Ah! Tut mir leid, ich wollte sie wechseln, aber ich bin unterbrochen. Stopp! Ich will kein Wort mehr darüber hören. Nie mehr, okay? Kinder, sie werden so schnell groß. Krabbenburger, Krabbenburger, Krabbenburger! Jetzt mal, ich weiß zwar noch nicht was, aber irgendwas werde ich auf jeden Fall. Von den Krabbenbürgern kommen wir. Ah, Bob, du Vollidiot, jetzt hast du mir mein Gesicht zerschmettert. Steh da nicht rum, hilf mir, ich brauche sofort einen Arzt. Hallo, Thaddäus. Siehst du, ich habe wieder Purzelbaum geübt. Ich bin doch vollkommen egal. Heute müssen Sie leider draußen bleiben, denn ich entferne heute seinen Verband und musste ihm schwören, dass ich Sie so weit wie möglich wegschicke. Die 2 Wochen sind wie im Flug vergangen. Keine Angst, Doc, ich werde Ihnen nicht im Weg sein. Na gut, aber bleiben Sie bitte auf der anderen Seite vom... Ach, genau. Oh, Ich glaube das nicht. SpongeBob? Ja? Wie sieht es aus? Heiliger Zackenbarsch. Los, spuck's aus, ich bin gewappnet. Zeit für Ihre Medizin, Mister. Mister. Hübschling. Oh. Was sagt sie zu mir? Hübschling, hat sich wohl geirrt. Schnell, gib mir den Spiegel da. Was zum Augenblick mal eine Sekunde. Die Schwester hat ja recht gehabt. Ich bin ein Hübschling geworden. Nein, Tadel, du bist kein Hübschling. Du bist ein Adonis. Also, ich muss meine Fußnägel schneiden. Viel Spaß noch beim Hübschling sein. Ja, den werde ich haben. Hübschling, 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 Hübschling. Was
sagen? Hübschling, dann werde ich doch mal das Volk begrüßen. Hübschling, 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 Hübschling. SpongeBob! Du musst mir helfen. Sie haben mir das Schaumbad geklaut. So ein Leben in der Öffentlichkeit ist nichts für mich. Ich will wieder mein altes Leben führen. Da gibt's nur eine Möglichkeit. Bist du verrückt geworden? Du weißt, was die große Krabbe mir bedeutet. Und du hast nichts Besseres zu tun, als all diese zahlenden Kunden zu mir zu bringen. Ganz ruhig bleiben, Leute. Hier gibt's viel Tadeus fürs Geld. Also stellt euch brav in Reihe und zückt eure Brieftaschen. Für die geringe Gebühr von 14,98 darf jeder von euch Tadeus einmal anfassen. Wir haben nicht viel Zeit, mach mich mit dieser Tür wieder so wie früher. Und ich spendiere jedem noch eine Limonade für $3 mehr. Worauf wartest du, SpongeBob? Hau mir die Tür in mein Gesicht. Ich kann es nicht. Neulich, das war aus Versehen. Aber absichtlich jemandem wehtun, das schaffe ich nicht. Entweder du tust mir sofort weh oder ich dir. Naja, wenn's denn sein soll. Halt dich nicht zurück, SpongeBob. Hau sie mir richtig in die Fresse. Aber denk immer dran, ja, das wird mir mehr wehtun, als es dir wehtut. Gut, das muss ich mir merken. Sekunde. Ah! Hey, ich war noch nicht so weit. Kannst du mal so lange warten, bis ich... Na also, langsam siehst du wieder aus wie früher. Nein, immer noch zu hübsch. Es haut immer noch nicht hin. Ich mache es noch nicht fest genug. Warte mal eine Sekunde, ich muss... Walfisch, Dreck, nun bist du ja noch hübscher als vorher. Und die Menge wird wahnsinnig. Ja, SpongeBob, du hast mir das eingebrockt. Also lass dir mal was einfallen, wie du das wieder gut machst. Ja, du hast recht, Tadde. Ich denk mir was aus. Ich denk mir was. Ich denk mir. Du hast mir das eingebrockt. Tadeus, Vorsicht, da fliegt ein Schuh direkt auf dich zu. Gut gemacht, Kumpel. Du bist wieder der Alte. Ach, Tadde, ich liebe deine Visage, egal wie oft wir sie kaputt hauen müssen. Ich wäre froh, wenn mir das was bedeuten würde. Was wird das schon wieder? Ich habe keine Zitronen mehr, also quetsche ich das aus. Das klappt nie. Was? Könnte noch ein Hauch feuriger sein. Feuerwehrautolimonade! Bitte schön. Oh ja. Ausgezeichnet. Hallo, was gibt's hier? SpongeBob, vertritt mich hier mal. Ich gehe Nachschub holen. Na klar, mach ich. Ich werde auf keinen Fall. Darf ich mir ein Tässchen Tintenfischquetsche borgen? Ja! Danke sehr. Hol gleich noch mehr schwarze Limonade. Hä? Ja. Ich hol mehr. Hierher, kleines Tier. Komm her, kleines Tierchen. So ein feines Tierchen.
Hört! Hallo? Ich dreh durch. Ich weiß nicht mehr, was echt und was Spuk ist. Ich bin ein verfluchter Tischtuchgeist. Nicht auch noch gruselige Babymusik. Dankeschön, Vati! Die große Krabbe? Wie bin ich hierher geraten? Ich glaube, ich gehe da lieber nicht rein. Hä? Diese Zeitung wird erst in 60 Jahren erscheinen. Ich kann nicht hinsehen. Ich trau mich nicht. Bitte nicht. Kann ich dir helfen, junger Mann? Thaddäus, wenn du schwarze Limonade möchtest, musst du dich hinten anstellen. Genau, ja. Warte, bis du dran bist, wie alle anderen auch. Was, schwarze Limonade? Du verkaufst das als Erfrischungsgetränk? Ja! Oh ja, das ist das wahre Leben. Und vor allem kein SpongeBob in der Nähe, der alles kaputt macht. Oh, wow, operieren und das am ersten Tag auch noch. SpongeBob, nein! Was machst du denn hier? Süße Träume wünsche ich, Herr Tentakel. Warten Sie, nein, 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 das... Hallo, alle zusammen. Hallo, SpongeBob. Herr Kollege, der Patient liegt da drüben und ist bereit für die OP. Und wir sind sehr neugierig, welches Instrument Sie als erstes zur Hand nehmen. So, mal überlegen. Puh. Es geht los. Na komm, SpongeBob, so schwer kann das nicht sein. Gut, ich setze hier einen Einschnitt und... Nein! Scheibenkleister aber auch. Kann nichts dafür. Ich nehme das. Aha! Sushi. Tja, ihn zerreißt es schon fast wegen dieser Nasen-OP. Oh, tja, danke schön. Versuchen wir es nochmal, ja? Bestellung ist fertig. Das gehört da nicht rein. Oh. Was? Oh. Tada! Schwester, Schwamm. Danke, Schwester. Ich kann nicht sehen! Ich kann nicht sehen! Ich will auch was sehen!
Ich kann immer noch nicht sehen. Tada! Das habe ich gesehen. So, und das war's. Sie können ihn aufwecken, Schwester. Oh Mann, was ist passiert? Na was wohl, ich hab deine Nase operiert. Willst du mal sehen? Ja, SpongeBob, du Idiot, das ist nicht mal im Entferntesten das, was ich wollte. Oh, das hättest du mir sagen müssen. Ach, Schwester. Moment, ich will einen anderen Ansicht. Nein. 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 Ich will meine Nase nicht mehr korrigieren lassen. Bitte, SpongeBob, ich tue auch alles, was du willst. Wie wär's mit diesem Thaddäus-Klassiker? Hey, gar nicht mal so schlecht. Die sieht sogar besser aus als mein alter Riechkolben. Ich habe aber ein paar andere Körperteile gebraucht, um sie zu modellieren. So spät schon. Ich muss jetzt zur Arbeit. Aber Sie sind doch Arzt. Sie arbeiten doch. Nein, ich bin nur ein Burgerbrater, aber es hat Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Tschüss. Burgerbrater? Seien Sie nicht so schüchtern, meine Damen. Dieser Nasen-Adonis hier ist noch zu haben, wissen Sie? Oh, ich komme zu spät zur Arbeit. Kann deine Maschine mich vielleicht in die große Krabbe setzen? Ob ich es mit einem Lebewesen wagen kann? Klar, wieso eigentlich nicht? Na los, geh rein. Hopp, hopp. Juhu. Schön festhalten. Oh, Sandy. Tja, dann wollen wir mal wieder. Hallo, Kollege. Was hat das Ding denn auf einmal? Was beim Texanischen? Hi, Sandy. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber irgendwas ist anders als sonst. Ja, ich glaube auch. Hey, was machst du da mit meiner Hand? Und was mache ich da mit deiner Hand? Ah, was zur Wasseroberfläche ist das? Wir sind zusammengemischt. Das ist der Super-GAU. Ich hab doch morgen mein Klarinettenkonzert. Ach, weißt du, so schlimm finde ich das gar nicht. Nun können wir die allerbesten Kumpels sein und alles zusammen machen. Toll, hä? Für immer und ewig. Sandy, das war dein übles Werk. Du musst uns sofort wieder trennen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Irgendwas musst du einfach machen. Ich will nicht zu dem da gehören. Ich frag mich, was wohl passiert, wenn ich euch zurück in den Transporter seppe. Oh ja, gute Idee. Auf geht's. Na ja, dann geht's jetzt ab. So, liebe Kinder, heute hat Timmy Geburtstag und ihr wisst, was das bedeutet. Bist du bereit? Es hat nichts genützt, Sandy. Es ist alles wie vorher. Tja, das ist irgendwie schon blöd. Wisst ihr was? Ich habe gerade an einer neuen Erfindung gearbeitet, aber die steckt noch in den Kinderschuhen. Ach, mach einfach irgendwas. So kann ich auf keinen Fall zu meinem Klarinettenkonzert gehen. Ich werde weiter daran arbeiten und in der Zwischenzeit Flossen hoch, Jungs. Auf ewig vereint. Katastrophal. Meine Damen und Herren, liebe Fische, das Gemeindefreizeitheim von Bikini Bottom präsentiert Ihnen den Stargast des Abends, Thaddäus Tentakel. Schatz, ich hab Angst. Ich glaube, ich bin hier falsch, oder? Hallöle. Wow! Das rockt, Jungs. Cool. Yeah. Wow!
Menschen scheint es zu gefallen. Los, hau rein, Tadel! Juhu! Ja, toll! Sie jubeln uns zu. Ein Superstar sein. Endlich weiß ich, wie sich das anfühlt. Und auch wie das aussieht, wie sich das anhört. Und wie herrlich das riecht. Oh, sei gegrüßt, du süßes Gift des Erfolgs. Yippie-yay-yay! Na, da seid ihr ja. Ich komme wohl rechtzeitig. Sandy! Eine Ladung von diesem Trennungsstrahl und ihr seid ein für alle Mal auseinander. Oh Sandy. Nein, bitte nicht, Sandy, nicht doch. Ich glaube, mir wird gleich schlecht. Ich mach mich von der Alge. Nein, halt, wartet! Süßer Glanz des Ruhms, so gehst du dahin. Irgendwie muss das doch rückgängig zu machen sein. Hör auf, das ist eine sehr sensible Gerätschaft. Also ehrlich, ich würde auch sagen... So, wo liegt denn nun Ihr Problem, Mr. Tentakel? Es fing alles an, als ich geboren wurde. Ich werde einfach ganz weit wegradeln. So weit weg wie möglich von diesen Idioten, die sich das Kulturprogramm auf meinem Fernseher ansehen. Die würden Kultur nicht mal erkennen, wenn sie ihnen mit dem Betonmischer eingeflößt würden. Oh! Au, mein Es ist nun der fünfte Tag, glaube ich, an dem ich diese Felder durchwatschle. Ich bin hungrig, müde und ohne Orientierung. Das einzig Gute daran ist kein SpongeBob. Die Quallenfelder? Hey, was ist denn das da für ein Ding? Tja, keine Ahnung. Lass es uns mal näher ansehen. Fremder sei gegrüßt. Mein Name ist SpongeBob. Hey, Moment mal. Vielleicht ist er ja gar kein Monster. Vielleicht gehört er zu einer gefährdeten Art. Wir sollten ihm helfen. Ja, ihm helfen. Los, Verschwindel, merkst du denn nicht, dass dich keiner will? Wieso bist du denn sonst gefährdet? Nein, doch nicht so. Mit ganz viel Liebe und Zuneigung. Wir können ihn doch in Pflege nehmen. Ja, Stinky, hier ist es also. Dein neues Zuhause. Ach, Stinky, das wird einfach wunderbar. Wir werden eine große, glückliche Familie. Komm, ich zeig dir alles. Hier ist dein Bett, Stinky. Hier ist deine Futterschüssel. Und das Trockenfutter. Du kannst hier wohnen bleiben bis in alle Ewigkeit. Oh, guck dir das an. Er weint doch tatsächlich Tränen der Freude. Ja, Stinky, es gibt noch ein Familienmitglied, das du kennenlernen musst. Stinky, das ist Gary. Oh, sieh dir das an, Stinky. Gary mag dich. Ist das süß? Nicht Gary, nein! Aber wilde Tiere gehören nicht hierher. Die gehören in den Zoo. Greift ihn euch! Nein, Stinky! Mami, was ist das für ein Ding? Ich weiß auch nicht, aber es sieht voll hässlich aus. Das ist nicht gut. Da hast du vollkommen recht. Da fehlt noch der Senfklecks. Niemand hat eine solche Behandlung verdient. Noch nicht mal so was Abscheuliches wie Stinky. In der Sache herrscht dringender Handlungsbedarf. Und ich weiß auch schon genau, was zu tun ist. Das Grauen hat ein Ende, lieber Stinky, denn wir beide sind zu deiner Rettung hier. Du verstehst? Wir beide dich bringen nach Hause.
Sieh dir an, wie sehr er sich freut. Leg den Schalter um, bitte. Stinky, du bist frei. Ihr seid umstellt. Jeder Fluchtversuch ist zwecklos. Renn, Patrick, renn weg. Boah, wo sind wir denn hier? Lasst uns mal die da fragen. Entschuldigen Sie. Hey, die sehen ja genauso aus wie du. Los, gesell dich zu deiner echten Familie. Geh schon, Stink. Ich weiß, du betrachtest uns inzwischen als deine Familie, aber so ist es besser für alle. Die ganz schrecklich vermissen. Ich auch, mein Lieber. Ich auch. Aber er ist nun bei seinesgleichen dort, wo er hingehört. Und in diesem Sinne sollten auch wir uns das zu Herzen nehmen. Seid gegrüßt, meine lieben Kinder. Seid ihr bereit für eure tägliche Dosis an weichgespültem Jazz? Für einen Spaß. Du hast verloren. Hast du das mitgekriegt? Ich hätte es fast gehabt beim ersten Versuch. Meine Arbeit hier ist getan. Man nennt mich schließlich nicht umsonst Thaddäus, der Tintenfisch mit den geschickten Tentakeln. Tja, ich könnte es ja auch mal probieren. Haha, viel Glück auch, du Verlierer. Es ist ein Bär. Weißt du was? Ich nenne dich Beri. Anfängerglück sonst nichts. Nun ist der große Meister dran. Wow, Thaddäus, du hast ihn umgedreht. Also dafür muss man schon ausgesprochen geschickt sein. Vielen Dank auch für die freundlichen Worte. Beri sagt, er fühlt sich so einsam. Du musst nicht weinen, Beri. Ich besorg dir einen Freund. Ha, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du schon wieder... Hier, bitteschön, Beri. Den hatte ich doch schon für dich gelockert. Du hättest nie gewonnen ohne meine Geschicklichkeit. Wow, vielen Dank für deine Hilfe. Ich wette, dass ich an diesem Ding beim nächsten Versuch gewinne. Dazu brauche ich nur noch etwas. Bei einem Vierteldollar-Einsatz rentiert sich die Maschine rucki-di-zucki. Ha! Auf diesen Schwachsinn fall ich doch nicht rein. Ja? Bitte nur einmal. Bitte, oh bitte, lass mich einmal gewinnen. Tadl, ich glaube, du hast ein Problem. Das ist doch Unsinn. Hör besser gar nicht auf den Jungen, sondern spiel schön weiter, bis du gewinnst. Was ist das? Die Übertragungsurkunde für mein Haus. Ach so, natürlich. Mach weiter. Wenn ich nur einmal gewinnen würde, dann würde ich nie wieder spielen. Hey, soll ich dir das Geheimnis verraten, wie man an dieser Maschine gewinnt? Was? Es gibt ein Geheimnis? Dann erzähl mir das Geheimnis. Bist du bereit, ein Gewinner zu sein? Ja. Ja? 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 SpongeBob, das Geheimnis! Okay, schon gut. Pass auf. Ich sehe den Kran genau an. Dann werfe ich meinen Vierteldollar ein. Und dann schließe ich meine Augen. Du schließt die Augen? Bitte sei ruhig, Thaddäus. Ich bin jetzt der Kran. Das ist doch Schwachsinn. Siehst du los und jetzt du. Das ist doch lächerlich. Wenn ich meine Augen schließe, woher weiß ich dann, Tadde, wo der... Willst du gewinnen oder nicht? Ja, ich will es so sehr. Prima, dann wirf den Vierteldollar ein. Aber... Das ist der letzte, den ich habe. In die Maschine damit. Okay, okay. Schließ deine Augen. Und jetzt sei der Kran. Sei der Kran. Sei der Kran. Sei der Kran. Gewonnen! Ja, ich wusste, dass ich das schaffe. Ich bin ein Gewinner. Du bist ein Gewinner.
Ich bin ein Gewinner, stimmt's? Gewinner, Gewinner, Gewinner! Gewinner! SpongeBob, sieh nur! Ich glaube nicht, dass sich das Prinzip darauf anwenden lässt. Sei der Kran! Warte, lass das sein! Sei der Kran! Er hat's geschafft! Ja, super, Thaddäus! Sei der Kran! Sei der Kran! Sei der Kran! Kennst du den Typen? Ja, das ist Thaddäus. Er hat die Zauberhände, wisst ihr? Bing! Heiliger Neptun, Thaddäus, mach die Augen auf! Oh, sei der Kran, sei der Kran! Hey. Oh. Pass auf, SpongeBob, ich kann nicht anhalten! Sei der Kran, sei der Kran, sei der Kran! Okay, sei nicht der Kran, sei nicht der Kran! Ja, was? Auweia, auweia, wird Zeit, dass wir gehen, Teddy. Oh. Wo bist du denn überhaupt hin, du Kranmeister? Junge, du gehst nirgendwo hin. Halt durch, Kumpel. Gleich hab ich dich. Ich glaube, ich kann das nur mit Spielzeugen. Oh, oh. Wir sind es nicht. Was treibt ihr Idioten nun schon wieder? Ein geheimes Ritual. Zu deiner Ernennung als Präsident. Ich? Präsident von Bikini Bottom? Ich wusste, dass die Leute irgendwann mal zur Vernunft kommen. Nein, du Schwachtinter. Nicht als Präsident von Bikini Bottom. Was viel Besseres. Was denn? Du bist Präsident des königlichen Geheimordens der guten Nachbarschaftsloge. Was? Habt ihr euch diesen dämlichen Club etwa ausgedacht? Oh. Vielleicht. Das ist ein Geheimnis. Schön. Als mein erstes Dekret als Präsident ordne ich an, dass ihr die Blätter aller Bäume neu anstreicht, um damit die Nachbarschaft zu verschönern. Und nun raus, 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 raus. Das wird sie für ein paar Sonntage beschäftigt halten. In welcher Farbe sollen wir die Blätter streichen, euer Präsidentalität? Rot gesprenkelt. Hört auf, mich zu stören. Wow. Rot gesprenkelt. Unser neuer Präsident ist ein wahres Genie. Ja. Bis später dann, Thaddäus. Es sind nur noch 3 Stunden von meinem Sonntag übrig. Den Rest haben sie mir gestohlen. Ich hab's nicht mal geschafft, meine Sonntagszeitung zu lesen. Hier ist deine Sonntagszeitung, Thaddäus. Viel Spaß. Herzlich, SpongeBob. Gute Nachbarn, hör mir bloß auf. Hallo. Halten Sie sich, Eindringlinge, endgültig vom Hals. Das neue Sicherheitssystem 5000. Einbau umsonst. System aktiviert. So, damit sollte es gut sein. Mal sehen, wie diese Minderbemittelten noch einmal hier reinkommen wollen. Präsident Thaddäus. Oh, was wieder? Hiermit beschenken wir dich mit diesem köstlichen Kuchen. Tut uns leid, dass wir dich so doll genervt haben. Ja, was? Hey, Sicherheitssystem! Hilfe! Einbrecheralarm! Einbrecheralarm! Was ist los? Keine Bedrohung festgestellt. Versage, Fehlkonstruktion! Ich bring dich auf den Schrottplatz zurück, wo du offenbar herkommst! Bedrohung festgestellt. Was um Himmels Willen machst du mit mir?
Tadeus Haus macht die Nachbarschaft platt. Wir müssen das Ding ausschalten. Schade, der Falsche. Der auch nicht. Nein. Der war's leider auch nicht. Diese sonntägliche Entspannung ist einfach wunderbar. Wo könnte ich noch suchen? Dieser Ausschalter könnte doch vielleicht... Ja, wir haben es geschafft! Präsident Thaddäus? Nein, nein, bitte sag einfach nichts. Es war einzig und allein meine Schuld. Schließlich war ich derjenige, der am Sonntag entspannen wollte. Wenn ihr nun bitte so freundlich wärt zu gehen, damit ich mich auf die Arbeit morgen vorbereiten kann. Herr Präsident. Nicht doch. Aber wir wollten nur... Verschwindet aus meinem Haus! Da ist er ja. Gehört Ihnen dieses Haus? Ja, es gehört mir. Gut, im Auftrag der Bürgerschaft von Bikini Bottom überreiche ich Ihnen diese Aufforderung, für die Zerstörung unserer Stadt aufzukommen. Sie werden jeden Sonntag gemeinnützige Arbeit leisten, und zwar für den Rest Ihres Lebens. Sag mal, Thaddäus, hast du auch so einen bekommen? Ich finde das oberwillig. Wir drei zusammen räumen Bikini Bottom auf. Na dann sehen wir uns nächsten Sonntag, Präsident Thaddäus. Was? Ist das wahr? Hast du wirklich keine glücklichste Erinnerung? Na und wenn? Wie kannst du ohne glücklichste Erinnerung überleben? Du weinst dich sicher nachts in den Schlaf. Und du heulst Tag und Nacht rum. Vor Freude, Thaddäus, vor Freude. Schön für dich, ich brauche aber keine glücklichen Erinnerungen. Also schwing dich wieder an deinen fettigen Grill und lass mich in Ruhe. Tag, einen Krabbenburger zum Mitnehmen, bitte. Gut, ich werde auf Ihren Kollegen warten. Quallendreck. Du hast recht, SpongeBob. Keine glücklichste Erinnerung zu haben, das ist wirklich furchtbar. Nur keine Sorge, ich werde dir helfen, einen Glücksmoment zu erleben. Ehrlich? Und du glaubst, das geht? Vertrau mir. Nun, irgendetwas sträubt sich in mir, aber okay. Was sollen wir denn im Kunstmuseum? Als Kunstliebhaber erlebst du deinen glücklichsten Moment vielleicht hier. Sicher, denn hier kann ich die Werke all der erfolgreichen Künstler bewundern, während meine fehlen. Meine Kunst wird niemals hier ausgestellt. Was zum... Das ist meine Skulptur. Was macht die hier? Oh, das trifft sich ganz prächtig. Ich darf Ihnen Thaddäus Tentakel vorstellen. Die Skulptur ist von ihm. Wow, eins deiner Werke steht im Kunstmuseum. Ja, ich kann es gar nicht fassen. Ich bin am Ziel angelangt. Der glücklichsten Erinnerung? Ja. Und nun wird sich der Performance-Künstler Fiasco zu der Skulptur äußern. Wahnsinn! Fiasco äußert sich höchstpersönlich zu meinem Werk. Thaddäus kommt in Genuss meines Flammenwerfers! Er hat's höchstpersönlich vernichtet. Ich bin schon mal glücklicher gewesen. Ist reichlich verqualmt hier. Gehen wir an die Luft. Na sowas. Ich könnte schwören, ich hätte das Telefon weggeworfen. Oh, na klar, mein Faxgerät. Wozu habe ich mir das denn angeschafft? Tag, Thaddäus. Du machst dich etwas rar im Moment. Hey, hast du gebacken? Ja. Danke fürs Vorbeischauen. Danke, Gary. Ich muss Thaddäus zu einer glücklichsten Erinnerung verhelfen. Ich bin und bleibe nun mal ein Quadratschädel. Und es wird Zeit, um die Ecke zu denken. Sie sind gar nicht SpongeBob. Ich habe hier ein Paket für Herrn Thaddäus Debakel. Tentakel. Ja, das bin ich. Hier, bitteschön. Danke. Es steht kein Absender drauf. Ganz ohne Zweifel hat sich dieser Schwamm darin versteckt. Ach, was soll's. Wird schon schief gehen. Erwischt, ja was. Es ist leer. Leer. Genau wie mein trübsinniges Leben. Mich erwartet allein Ödnis und Dunkelheit. Au! Au! Au!
Ich hab's ja gewusst. Warte, wenn ich raus bin, du wirst ein gelbes Wunder erleben. Überraschung. Ich dachte, du brauchst eine Party zur Aufmunterung. Unglücklicherweise waren alle schon verplant oder krank, aber keine Sorge. Dank meiner Pappmaché-Künste ist dein liebster Freund gleich vielfach vertreten. Ich... Na, was ist? Wird das deine glücklichste Erinnerung? Du verstehst das einfach nicht. Ich will keine glücklichste Erinnerung haben. Wie munden die Ordöre? Ich fühle mich wundervoll. Das ist sie, meine glücklichste Erinnerung. Ach, er ist ja so lieb. In die Bootsfahrschule. Aber es ist nur ein Tag deines Lebens, Taddel. So schlimm wird's schon nicht werden. Wie schön, der liebe Thaddäus. Verzweiflung und Trauer. Guten Morgen. Darf ich nur darum bitten, dass alle Platz nehmen? Hey, Thaddäus, setz dich. Ja, genau, hierher. Entschuldigung, aber es scheint kein Platz mehr frei zu sein. Hier ist doch noch einer neben SpongeBob. Hör auf damit, ja. Du brauchst nicht nervös zu sein. Wir sind doch jetzt Bootsbrüder. Und ich bringe dir alles bei, was ich übers Bootfahren weiß. Und wir... Wir werden überhaupt nichts tun, denn zuallererst gibt es gar kein Wir. Verstehst du? Ruhe davon, bitte. Oh, natürlich verstehe ich das. Ich verstehe das sogar absolut. Alter Bootsbruder. Also, liebe Schüler, ich schlage vor, ihr lernt eure neuen Mitschüler kennen, indem ihr erzählt, warum ihr verurteilt wurdet. Ich meine, warum ihr euch wieder zur Bootsfahrschule angemeldet habt. Ich bin zu schnell gefahren und erwischt worden. Ja, sehr schön. Der Nächste. Ich verstehe nicht, was daran so schön sein soll. Nein, ich habe doch gar nicht gemeint, dass... Ich weiß, was Sie gemeint haben. Der Nächste. Ich bin hier, weil mein... Wir alle wissen sehr genau, wieso du hier bist, SpongeBob. Was ist mit Ihnen, Sir? Wer, ich? Ja, möchten Sie nicht dem Rest der Klasse erzählen, wieso Sie heute hier sind? Warum ich... In Ordnung, ich erzähl's euch. Ich war auf der Flucht und zwar vor ihm. Er ist der Fluch, der auf meinem Dasein liegt. Auf Ihrem auch? Was ich sagen wollte war, bitte kommen Sie doch nach vorne an die Tafel und zeichnen Sie ein Diagramm des Vorfalls. Aber gern. Alles fing an, als ich mein Haus verließ. Und dann er auftauchte. Er bog scharf nach rechts ab und parkte. Hier, angesichts der drohenden Gefahr, sah ich mich nach beiden Seiten um und ging vorsichtig zu meinem Fahrzeug. Dort erkannte ich, dass mir jemand in nicht vorschriftsgemäßem Abstand gefolgt war. Also sah ich mich zur Erhöhung der Fahrsicherheit gezwungen, ein Ausweichmanöver zunächst einzuleiten und dann zu vollziehen. Durch mäßige Beschleunigung gelang es mir dann, einen Sicherheitsabstand herzustellen, wodurch ich versehentlich die Aufmerksamkeit eines Strafverfolgungsbeamten erregte. Und wir tasten uns langsam an die Sache heran. SpongeBob, was tun wir, wenn wir uns in den Verkehr einfädeln? Aufs Gas treten? Gut, ganz langsam und in aller Ruhe. Pass auf, wo du hinguckst! Bist du verrückt? Lass mich mal! Na, jetzt bin ich dran. Was soll der Quatsch? Lass das Ding endlich los! Auf Feuer! Verkehrsraudis! Ja! So, liebe Schüler, nun wird es Zeit,
Zeit für die Prüfung. Bitte haltet eure Stifte bereit. Hey, Bootsbruder, wenn du Hilfe brauchst, ich habe diesen Test schon hunderte von Mal. Sag mal, wie oft muss ich dir das eigentlich noch sagen? Ich bin nicht dein Bruder, ich brauche deine Hilfe nicht und dich brauche ich auch nicht. Niemals. Also lass mich jetzt diesen dämlichen Test machen, damit ich hier verschwinden kann und dich für den Rest meines Lebens nie wiedersehen muss. Ist in Ordnung, wenn du das so möchtest. Ja, danke schön. Ihr habt noch 3 Minuten. SpongeBob. SpongeBob, ich brauche deine Hilfe. Noch 2 Minuten. Bitte, ich flehe dich an, das ist wirklich wichtig. Du hast gesagt, du würdest meine Hilfe nicht brauchen. Und mich auch nicht. Gar nicht wahr, das habe ich nie gesagt. Ich brauche deine Hilfe nicht und dich brauche ich auch nicht. Idiot. Na schön, ich hab's gesagt, aber das war noch bevor... Bevor was? Bevor... Noch eine bevor, Minute, liebe Schüler. Bevor wir... Bootsbrüder wurden. Yay! Das war's, die Zeit ist vorüber. Sie kann noch nicht vorüber sein, ich konnte noch nicht mal eine einzige Antwort eintragen. Was soll ich denn jetzt nur tun? Tja, dasselbe wie jeder andere auch, der den Test nicht besteht. Sie versuchen's nächste Woche nochmal. Nächste Woche? Keine Angst, Bootsbruder, ich hatte auch noch nie eine richtige Antwort. Also sehen wir uns nächste Woche wieder in Mrs. Puffs Bootsfahrschule. Heute wollen wir bei Thaddeus Talkt über Leute reden, die mir ganz besonders am Herzen liegen. Es geht um unterschätzte Künstler, so wie mich. Thaddeus ist im Fernsehen? Thaddeus! Thaddeus! Thaddeus, du bist im Fernsehen! Nein, ehrlich, Thaddeus, guck doch! Da bin ich im Fernsehen. Siehst du die Kameras? Und du übrigens auch. Im Fernsehen? Schwammdepp. Wie bereits erwähnt, wollen wir heute bei Thaddeus Talkt über ein wichtiges Thema reden. Wow. Ich komme also zu Thaddeus und sage ihm, er ist im Fernsehen. Dann sagt er zu mir, ich wäre auch im Fernsehen. Und jetzt bist du auch im Fernsehen. Ich bin im Fernsehen. Hallo Fernsehleute. Und jetzt ist mein Mund im Fernsehen. Das ist ekelerregend. SpongeBob, das musst du probieren. Schluss jetzt, hört auf. Geht von meiner Kamera weg. Verschwindest du jetzt bitte. Glaub nicht. Ach, gut, pass auf. Möchtest du Kameramann sein, wenn du schon so gern damit spielst? Was, Kameramann, echt? Thaddeus hat eine eigene Fernsehshow? Tja, das wirst du dir wohl verdrücken müssen. Also, da wir keine Unterbrechung mehr befürchten... Ist in der großen Krabbe! Nur hier gibt's die Original-Krabbenburger. Und nicht vergessen, wir wechseln das Frittenfett jährlich. Große Krabbe, große Krabbe, wir wollen euch hier im Haus und tut die Kohle raus. Ach du wilder Wüstenfloh, da tanze ich ja noch besser. Yeeha! Daddy, ich leih mir mal deine Brieftasche, okay? Square Dance? Igitt, das ist ja sowas von verschnarcht. Was denen fehlt, ist eine Cheerleaderin in voller Action. Also bitte, ja? Ich muss diesen Stümpern wohl zeigen, was richtige Kollateralschäden sind. Karen, wo ist mein Todesstreibhuster? Los, Team, los! Los, Team, los! Los, Team, los! Meine Hochstimmtasse! Kämpf, Team, kämpf! Kämpf, Team, kämpf! Kämpf, Team, kämpf! Esst im Abfalleimer oder lasst euch verdampfen! So funktioniert das nicht! Also ich würde sagen, diese Show funktioniert hervorragend.
Zumindest in Anbetracht dieser Quotenausschüttung. Für den offenen Kanal ist das ein ganzer Haufen Geld. Und alle hier passen ganz toll rein. Das heißt außer dir und dir und dir und dir. Wer, ich? Und jetzt die beliebteste Show des offenen Kanals im letzten halben Jahr. Thaddäus Hausparty. Durch die Sendung führt Joy, der Gitarrengott. Hey, 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 Bikini Bottom, ha! Seid ihr bereit für eine Party wie bei Thaddäus? Yeah! Danke euch, dass ihr uns zur Nummer 1 gemacht habt, denn jetzt habe ich endlich meine echte Hammergitarre. Vielen Dank, Thaddäus. Und jetzt steigt hier die Party. Okay, ich geb's auf. Was willst du mir so Wichtiges sagen? Weißt du, was heute für ein Tag ist? Thaddäus Nervenrumtrampeltag? Nein, du Dussel, der ist am 15. Heute beginnt die Auswahl für den Mitarbeiter des Monats. Wann begreifst du endlich mal, dass dieser Preis ein schlechter Witz ist? Wie meinst du das? Mr. Krabs gibt dir diesen Preis nur, damit du härter arbeitest, ohne mehr Geld zu verdienen. Das ist doch gar nicht wahr. Er gibt ihn mir gerade, weil ich so hart arbeite. Du kannst ihn auch kriegen, wenn du dich anstrengst. Ach ja, und wozu? Damit mein Bild an dieser Schandmauer hängt? Thaddäus, du verstehst das ganz falsch. Man muss sich doch nicht schämen, wenn man stolz auf seine Arbeit ist. Im Gegenteil, deswegen macht man sie doch überhaupt... Das ist doch ein Wort, Minion. Aber trotzdem wird es dieses Mal knapp. Es gibt noch keinen Favoriten. Du musst dich ranhalten. Thaddäus steht kurz vor dem entscheidenden Durchbruch. Vielleicht sehen wir in diesem Monat ein neues Gesicht auf dieser Wand. Hä? Ganz genau, SpongeBob. Ich bin dir nämlich hart auf den Fersen. SpongeBob, was machst du denn hier? Wenn du nicht aufstehst, kannst du auch nicht den Preis gewinnen. Schluss jetzt! Wenn ich diesen Preis wirklich haben wollte, könnte ich ihn mit verbundenen Tentakeln gewinnen. Das lässt sich machen. Du hast doch ein Rad ab, SpongeBob. Kann schon sein, aber immerhin war ich 26 Mal hintereinander Mitarbeiter des Monats. Willst du damit etwa behaupten, dass du besser bist als ich? Ich bin seit 26 Monaten besser als du und morgen werden 27. Oh, jetzt reicht's aber, du Quadratschwachkopf. Morgen zeige ich dir, dass ich diesen Preis mit Leichtigkeit gewinnen kann. Ich werde der neue Mitarbeiter des Monats. Und zwar deshalb, weil ich Knallchargen wie dir turmhoch überlegen bin. Wer ist denn als Erster da und schrubbt die Böden? Das dürfte wohl reichen. SpongeBob, du kleiner Erbärmlicher! Aua, Thaddäus! Bis dann, Schwammkopf!
doch ein warmes Gefühl in der Kasse, wenn die Jungs so früh erscheinen. Jungs, ihr seid aber früh dran. Sie, Chef, ich wisch den Boden. Und ich alle Tische, Mr. Krabs. Das Geschirr ist auch sauber. Was ist hier eigentlich los? So werden die schmutzigen Sachen viel schneller sauber. Nein! Blumen und Schokolade für Sie, Mr. Krabs. Und aufgepasst, ich werfe mein eigenes Geld in die Kasse. 2 Pfannenwender zur Erhöhung der Produktivität, Mr. Krabs. Schneller, SpongeBob, mach schneller. Keiner wendet schneller als ich, Mr. Krabs. Gegen mich hast du keine Chance, SpongeBob. Hey, Jungs, aufhören! Hilfe! Hilfe! Hey, hier gibt's Krabbenburger für umsonst. Fliegen lassen! Die müsst ihr bezahlen! Oh, das ist ja wunderbar! Halt! Halt! Fliegen lassen, Jungs! Die Krabbenburger! Wieso? Ihr geht durch diese Tür und fahrt. Du bist aber nicht böse auf uns, oder? Thaddäus? Hey, Thaddäus! Okay, du siehst aus, als ob du ein bisschen Ruhe nötig hättest. Wenn du uns brauchst, wir sind im Streichelzoo. Sind da nicht die süßen Seepferdchen? Ja, die sind wirklich ganz bezaubernd. Und die kleinen Jakobsmuscheln, die an den Fingern knabbern, wenn man sie füttert? Oh ja! Darf ich mitkommen? Oh! Ja! Ja. Sag mal, ist dir auch aufgefallen, dass Thaddäus irgendwie anders ist? Hat er eine neue Brille? Nein, ich meine, er wirkt irgendwie glücklicher. Gute Nacht, Bikini Bottom. Ich liebe euch. Vielleicht ist er ja wegen seiner neuen Brille so glücklich. SpongeBob. Hey, Thaddäus, was tust du denn hier? Du hast ja so recht, mein Freund. Sich den Sonnenaufgang gemeinsam anzusehen, ist wirklich viel, viel schöner. Oh ja, ganz vergessen. Der neue Thaddäus. Dann mache ich mich mal für die Arbeit fertig. Junge, der neue Thaddäus ist wirklich ein freundlicher Gesell. Der neue Thaddäus ist wirklich unheimlich hilfsbereit. Der neue Thaddäus legt großen Wert auf Hygiene. Na sowas, der neue Thaddäus ist echt kuschelig. Gefällt dir die Party, SpongeBob? Wie ist der Kuchen, SpongeBob? Ganz okay, Thaddäus. Der Kuchen ist echt okay. Es ist toll, Angestellter des Monats zu sein. Ach komm, was soll's, wenn Thaddäus besser Burger braten kann als du. Völlig egal. Dann soll Thaddäus eben der neue Mitarbeiter des Monats sein. Und dann soll Thaddäus eben auch mit deinem besten Freund Springstock tanzen. Mit deinem besten Freund Springstock tanzen! Los jetzt! Du kannst mir vielleicht meinen Job wegnehmen und vielleicht auch meinen Platz an der Ruhmeswand der Mitarbeiter des Monats. Aber niemand, und ich meine damit überhaupt niemand, tanzt Springstock mit diesem Typen da außer mir. Und nun tu dir selbst einen großen Gefallen und verpfeif dich, Junge. Ha ha ha!
Weißt du, Patrick, vielleicht war ich doch ein bisschen zu streng zu dem neuen Thaddäus. Vielleicht ist er ja wirklich ein guter Burgerbrater und wahrscheinlich verdient er sogar das Bild da an der Wand. Aber ich habe immer noch den besten Freund auf der ganzen Welt. Weißt du was? Ich werde mich bei ihm entschuldigen. Hüpf mit! Ich wollte dir nur sagen, dass es mir leid tut, dass ich selbstsüchtig war und dich angeschrien habe und so. Wen interessiert schon die ganze Kocherei und die Bilder an der Wand und das Getanze? Da stehen wir doch drüber, oder? Also, wenn du bereit bist, die Vergangenheit auf sich beruhen zu lassen, komme ich dir gern auf halbem Weg entgegen. Was hältst du davon, Kumpel? Na los, schlag ein! Er ist zu stolz dazu. Dann komme ich dir eben noch weiter entgegen. Na los, mein Freund, reich mir die Flasche! Ich will auch so bescheuert tanzen. Los geht's! SpongeBob, Patrick, was macht ihr beiden denn immer noch hier? Was meinst du damit überhaupt? Ja, genau, was soll das denn eigentlich hier? Hallo, wie geht's dir? Erklär mir mal, was das soll. Ich bin deinem Rat gefolgt. Ab sofort bin ich normal. Normal, ja. Ja. Ach ja, wirklich? Ja. Ich glaub dir kein Wort. Du wartest doch nur darauf, etwas Bescheuertes zu sagen. Haben wir nicht wundervolles Wetter? Ja, in der Tat. Also, wir sehen uns noch. Ja, wir sehen uns. Ich frag mich, was mit dem Schwamm los ist. Und auch, was das da vorne ist. Wem gehört das Haus? Hallo, wie geht's dir? Hallo, SpongeBob. Hallo, wie geht's dir? Gut, ich wollte mir nur rasch was zu trinken holen. Was für wundervolles Wetter wir haben. Ja, in der Tat. Also dann, wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Oh Mann, an den Zustand könnte ich mich gewöhnen. Ihre Bestellung? Oh ja, es ist wieder soweit. Ah. Es kommt mir zwar etwas schwer über die Lippen, aber dein Verhalten in letzter Zeit gefällt mir außerordentlich. Weißt du, was komisch daran ist? Nachdem ich die Kanten meiner Persönlichkeit abgeschliffen habe, hat sich der Rest angepasst. Und nun bin ich völlig normal. Schmeckt das, Vater? In diesem Laden werde ich nie wieder mein Geld ausgeben. Nie wieder? Kommt, Leute, die Burger sind nicht mal das Papier wert, auf dem sie gedruckt sind. Wartet, wo geht ihr hin? SpongeBob! Was verzapfst du da für ein Klabauterdreck? Sowas kann man doch der Kundschaft nicht servieren. Ganze Bootsladung von Gästen flüchten aus dem Lokal. Vielleicht ist die Tinte alle. Nein, Minion, du kapierst es nicht. Man kann keine Krabbenburger mit Tinte und Papier machen. Du musst sie auch mit dem Herzen machen. Ab sofort machst du die Burger wieder mit Schmackes und hör auf, dich so dumm zu benehmen. Sie nennen es dumm? Hallo, wie geht's dir? Hätte nie gedacht, dass ich das jemals sage. Aber bitte komm rein, SpongeBob. Besten Dank. Sag mal, warum hockst du denn den ganzen Tag hier in der guten Stube, wenn das Wetter da draußen so normal ist? Weil heute der Staubfischtag ist. Der Tag, an dem ich meine 483 Selbstporträts entstaube. Wow, das findet man nicht in jedem Durchschnittshaushalt. Weißt du, SpongeBob, es ist schon okay, wenn man ein bisschen anders ist. Und weißt du, was bei dir auch nicht normal ist? Da, deine Nase, die ist so schlaff und knotig. Und deine Augen sind auch etwas seltsam. Dein ganzes Gesicht muss angepasst werden. So, das ist viel besser. Guck mal, so siehst du normal aus. Ach, und noch etwas. Du hast keine Hose an. Und halt dich von meinem Haus fern! Hey, was passiert?
passiert denn jetzt? Die letzte Umwandlung! Wieso das jetzt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin jetzt für immer normal. Nein! Ich will nicht normal sein. Ich will wieder bekloppt sein. Ich bin es, Thaddäus. Ist SpongeBob hier? Hallo. Wie geht's dir? SpongeBob, du hast deine quadratisch gute Form wieder. Wow, ich glaube, Thaddäus' normales Aussehen hat mich zum Unnormalo erschreckt. Danke, Kumpel, du hast mein Leben gerettet. Was für wundervolles Wetter. Du hast ja sowas von recht, das tollste Wetter überhaupt. Ist das nicht einfach klasse? Tagsüber kommt man nie dazu, die Decke zu putzen. Ach, 24 Stunden am Tag geöffnet haben, was für eine dämliche Idee. Wer will schon einen Krabbenburger um 3 Uhr morgens? Oh, Kinder, 3 Uhr morgens. Das muss man sich mal ansehen. Ist ja wie eine Geisterstadt hier. Sehr witzig, SpongeBob. Was denn? Und die Lichter flackern genau wie in der Geschichte. Lass mal, schon kapiert. Sag mal, wie machst du das denn, ohne den Schalter zu berühren? Ich mach gar nichts. Das sind diese lausigen Elektroleitungen. Dieser Schuppen ist nicht für den 24-Stunden-Betrieb geeignet. Was? Was? Hallo? 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 Netter Einfall von dir. Wieso netter Einfall? Das Telefon klingelt und es ist niemand in der Leitung. Mich kriegst du nicht. Jetzt hör doch mal zu, ich bin das nicht. Oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Wie war das? Erstens die Lichter, dann das Telefon und die Wände sondern grünen Schleim ab. Moment mal, falscher Film. Aber was war das dritte Zeichen? Ich wusste gar nicht, dass die Busse so spät noch fahren. Tun sie auch nicht. Da ist aber jemand ausgestiegen. Der hackfleischende, fleischhackende, hackstockende Zerhackstückler. Der hackfleischhassende Zerhacker. Endlich hast du es kapiert, wir sind am Ende. Ich weine nicht deswegen. Ich bin bloß so gerührt, dass du dir die Mühe machst, dich als Geist eines Burgerbraters zu verkleiden und dich auf die andere Straßenseite stellst, nur um mir eine gute Show zu bieten. Du musst mich wirklich mögen. Leider sprechen zwei Dinge gegen deine Theorie. Erstens, ich hasse dich. Und zweitens, wie soll ich das sein, wenn ich doch direkt vor dir stehe? SpongeBob, ganz egal, was ich gesagt habe, irgendwie habe ich dich immer gemocht. Und ich habe deine Klarinette benutzt, als mein Klo verstopft war. Was? Ich möchte mich um einen Job bewerben. Ich habe auch einen Zahnwender dabei. Ich habe vorhin angerufen, aber wieder aufgelegt, weil ich so nervös war. Haben Sie Referenzen? Moment, er war also am Telefon und im Bus auch? Aber wer war das mit den flackernden Lichtern? Nosferatu! Oh Mann, das muss ich unbedingt sofort wegputzen. April, April! Ah!
sicher weh. Ich fang dich auf, Schwammkopf. Da, hoppala. Oh, das ist mein Gefährt. April, April, du kleines Würstchen. SpongeBob, das war doch nur ein Scherz. Ja, was denn? Also bitte, das war doch klar, dass das nur ein Scherz war. Oder? Oh Mann, was der arme Junge. Ich bin mir nicht sicher, ob man den hier frei rumlaufen lassen darf. Los, wir gehen, der nicht zu fassen. Idiot. Halt, nicht weggehen. Was haben Sie für einen fiesen Charakter? Halt hier geblieben, das war doch nur ein kleiner Witz. Oh, na ja. Warum geht eigentlich immer alles daneben, wenn ich mal ein Scherzchen mache? Ich wollte doch nicht, dass er weint. Das heißt wohl, ich muss SpongeBob sagen, dass es mir leid tut. Also gut, ich weiß, ich muss mich bei ihm entschuldigen. Das wird wohl schwieriger, als ich gedacht habe. Was willst du denn? SpongeBob, ich wollte dir nur sagen, dass es mir eigentlich... Was? Ich wollte dir sagen, es tut mir... Was denn? Ich will dir nur sagen, es tut... Irgendwie muss das doch einfacher gehen. Und jetzt? Willst du sie nicht aufmachen? Ich kann nicht. Ich habe doch keinen Korkenzieher. SpongeBob, ich... Wie bitte? Ja, was ist denn? SpongeBob, alles, was ich dir sagen will, ist Folgendes. Es tut mir sehr leid. So, das war's. Ich hab nichts verstanden. Mir egal, ich hab's gesagt. Damit ist mein Gewissen rein. Weiß ich nicht, aber so wie er weint, muss es wohl was ziemlich Schlimmes gewesen sein. April-Scherz, hä? Idiot. Du Stinker! Also gut, es tut mir leid, ich geb's ja zu, es tut mir leid. Ich wollte dir nicht wehtun, SpongeBob, weil eigentlich mag ich dich. Ich wohne gern neben dir, ich mag deinen Nebelhornwecker am Morgen und dein Kastratengekicher in der Nacht. Und ich mag auch Gary, Patrick, Sandy, Mr. Krabs und all die anderen, zu denen ich gezwungenermaßen Kontakt habe. Und. Thaddeus, ist das wirklich wahr? Ja, das ist wirklich wahr. Ja, es ist wirklich wahr. Auch das mit den Chili-Bohnen und der Verfolgungsjagd? Das was? Ja, von mir aus. Aber versprich mir, dass du es niemandem sagst. Ich versprech's. Ja, wirklich? Tja, also, wie jetzt? April, April, ihr habt recht. April, April, ich hab euch reingelegt. Was würden wir bloß ohne Thaddeus tun? Die große Krabbe-Pizza ist die Pizza super knusperig. Pizza. Große Krabbe-Pizza ist die Pizza für dich und mich. Pizza für dich. Du hast eine krustige, krabbige Pizza im Auge. Mensch, wir müssen was essen. Ich hab gehört, wenn's hart auf hart kommt, essen die Pioniere Korallen.
Oder waren es doch keine Korallen? Hm? Vielleicht war es ja auch Sand oder Dreck. Gib mir die Pizza! Warte, jetzt weiß ich's wieder. Es sind Korallen. Gib mir die Pizza! Nein, wir haben der Kundschaft Treue geschworen. Du hast recht. Die Kundschaft geht vor. Ja. Vielleicht sehen wir ja besser mal nach, ob sie noch in Ordnung ist. Na ja. Nur mal spicken. Okay, alles gut. Oh nein, ich glaube, ich habe was gesehen. Oh, nein, ich habe mich geirrt. Die sieht gut aus. Wirklich ein Bild von einer Pizza. Ja. Was ist das? Ist das der Käse? Oh ja. Und die Peperoni. Oh ja. Sieht doch lecker aus. Moment mal, ich weiß genau, was du vorhast, Thaddäus. Ich lass nicht zu, dass du die Pizza isst. Gib mir die Pizza. Nein. Zwing mich nicht, sie dir wegzunehmen. Vergiss es. Komm sofort zurück, SpongeBob. Gib mir die Pizza. Nein. SpongeBob. Nein. Bleib stehen. Nein. Warte! Nein! Nein! Ich will diese Pizza! Und du wirst sie mir jetzt geben, so oder so! Sieh nur, wir sind gerettet! Sicher sind wir gerettet! Jetzt gib mir die Pizza! Nein, ernsthaft, Thaddäus, wir sind gerettet! 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 Hör sofort auf damit! Gerettet! 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 Das ist doch bloß so ein blöder Brocken. Das ist eben nicht bloß ein Brocken. Das ist ein Fels. Ein Fels. Ein Fels. Ich kann es kaum erwarten, den Gesichtsausdruck unseres Kunden zu sehen. Ja? Herzlichen Glückwunsch, Sir. Ihre krosse Krabbe-Pizza ist da. Wow, danke. Ich habe mich schon so darauf gefreut. Wo ist mein Getränk? Welches Getränk? Mein Getränk! Meine Diät-Cola! Sag bloß nicht, du hast mein Getränk vergessen! Aber Sie haben gar kein Getränk. Und wie soll ich bitte diese Pizza ohne ein Getränk essen? Aber denkt ihr eigentlich auch mal an eure Kundschaft? Und du willst ein Lieferjunge sein? Behalt deinen Dreck! Ah, oh, Sponge? Spongy? Ach, Schwamm drüber. Sponge? Hey, Kleine. Schon wieder einer? Ich hab deinem kleinen Freund schon gesagt, dass ich die nicht will. Ja, die hier geht aufs Haus. Hat er es sich überlegt? Aber selbstverständlich. Er hat sie auf einen Bissen gegessen. Kein Getränk? Nö. Jetzt fahr mich heim. Was meinst du mit heim? Wir kommen gerade noch rechtzeitig zur Arbeit. Arbeit?